Ich habe übrigens wieder den Mikrofon Sound gemacht, resumed. damit ich auch höre, wenn der Ton auch wirklich leise ist. Also, dass man mich auch nicht hört. So. Überlein. Erstmal Handy gucken. Microphone activated. Keine Jenny, Toni sind alles klar. So, habe ich jetzt genug zu essen, zu trinken? Ja, das sieht gut aus. Ist abgeschlossen. Sehr schön. Stimmt. Ah ja. Ich muss noch die 1500 vorstrecken. Es waren noch 1500, ne? Ja. So. Für den Kurs. Na, komm schon. Hallo, danke. So. Dann mal los, dann mal los. Das ist Franz Famos. Ob das heute einer wie jeder Montag ist, wo nicht viel los ist? Wow. Ist der denn lebensmüde, über den Highway zu laufen? Den hätte ich mit 190 hätte ich den nicht mehr gesehen. Der hätte an meine Windschutzscheibe geklebt.
Will sie wieder nicht mit mir reden? Nö. Oh. Ilva, Funkcheck. Ilva, wir haben Sondereinsatz an dem V. Kannst du bitte auch kommen? Okay, ich zieh mich fix um. 1199, 1199. DMV greift uns an. Oh nein. Brauche ich meine kugelsicheren Papiere? Nee, ein Taxi reicht. Check. Wo bin ich? Da bin ich. Da. Achso, das ist der Schatten. Ich befinde mich auf dem Weg zum Einsatzort. Ja, rette mich, bitte. Was ist denn los, meine Herren? Was ist passiert? Was haben die beiden jetzt schon wieder gemacht? Toni, vor Jahren, ich muss euch etwas sagen, was passiert in deinem Missgeschick. Toni, verliebt es sich auf den ersten Blick. Was passiert mit dir? Ich hab keine Ahnung. Liegt es an ihrer Stimme oder an der Ausstrahlung? Ja, Toni hat die Bilder im Kopf. Von ihrem grünen Kleid, Mann, ich werde bekloppt. Wie lang geht es noch? Es ist nicht übertrieben. Es passiert nicht oft, dass Rapper sich verlieben. Und vielleicht kommt das ganz plötzlich, muss es nicht sagen. Und niemand stoppt Schmetterlinge im Magen. Ihr Humor ist eine 1+. Toni haut's raus. Weil ich sein muss. Oh,
Ja, hier ist seine Freundin. Hallo, ich bin die Freundin. Ich hab den Kaffee gemacht. Wow. Wow, gibst du jetzt den gleichen wie den ich gekriegt hab? Das ist voll scheiße. Ah, schon vorbei. Dankeschön. Name ist Programm. Ja, blond. Toll. Und süß steht da. Und süß. Oh, tatsächlich. Ja, ich bin extra losgefahren nach dem Dekor. Oh Mann. Das ist so darstellend. Dann hat Jenny mir so leid getan. Ja, mitgebracht. Wollen wir es auf Pixar? Und das mit der Möffel Alexander. Ja, der ist doch auch von Alex. Oh, sollte vielleicht mal meine Brille absetzen. Hallo. Ja, ich bin doch kein Blender. Oh, du strahlst schon viel zu doll. Ich weiß, cringe. Ekelhaft. Bring mich auf, bitte. Microphone muted. Captex, wir sind schon häufiger ausgegangen. Alleine schon vorgestern am SD. Na, dann kommt der Wingman. Microphone activated. Und mit Mumpen. Hast du jetzt wirklich mit ihm gesprochen oder nicht? Hm? Ja, natürlich. Hat er. Weißt du, was er gesagt hat? Hm? Wir waren dabei. Ich brech doch nicht mit einem Dritten über meine Beziehung. Und ist es ihr nicht unangenehm? Und er hat gesagt, nee, der hat dich geschickt. Also, du hast mich geschickt. Was? Du Arsch! Bitte schön, gern geschehen. Wenn du die Eier nicht hast. Ja, vor allem, er redet nicht über seine Beziehung. Über sein Beziehungszeug. Also. Im Allgemeinen. Also, am besten machst du mal ein Praktikum beim DMV, dann kannst du den ganzen Tag begutachten. Ja. Er ist eigentlich von morgens bis abends hier. Ich weiß, deswegen habe ich ja schon mal zu ihm gesagt, er soll mal Pause machen. Ja, das macht er aber nicht. Das ist das Problem. Hm. Wäre ganz gut, wenn er mal eine hätte, die ihn hier mal ein bisschen abholt. Microphone. Du kannst eigentlich auch schon mal, du willst, das war hier. Allerdings selbst auch schon 14 Tage her. Aber abends ist er nicht. Also, abends, genau, abends. Wenn man es genau nimmt, sind Toni und Ilva jetzt schon seit 2 Wochen zusammen. Du willst sagen, dass du die Leitstelle nicht übernommen hast? Entschuldigung. Das war so klar. Du bist auch nicht im Dienst, ne? Kann keiner sagen, ob Alex was der gerade macht, ne? Aber wahrscheinlich ein PKW. Ja, ja. Oh, siehst du? Herr Hanna, hallo. Da sein. Am besten, wahrscheinlich Telefonzelle, oder? Telefonzelle. Gesagt, du meldest dich am besten. Haben wir jetzt eigentlich Telefonzellen an, oder nicht? Ja. Ja, doch. Natürlich, klar, machen wir das. Okay. Dann fahr ich mal. Gute Fahrt. Jo. Und was ist jetzt mit diesem Großeinsatz gewesen? Dass Toni hier versucht, Wingman zu spielen, das war der Notfall. Oh, wow. Da 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 di da. Wo ist das jetzt hier schon wieder? Ah, die Tankstelle. Verstehe. Ja, ich bin richtig. Oh, dieses Kreuz hier, ne? Das verwirrt mich. Jetzt muss ich gleich wieder runter. Ja. Und dann an der Tankstelle. Da soll das sein.
Und im Kreis. Hui! Kriegt man hier einen Drehwurm, Drehwurm, Drehwurm. So. Einen schönen guten Tag. Ich glaube, wir müssen ein Stück vorfahren, dann mache ich dich. Ja. So. Ja. Das ist ein E-Auto? Ja. Oh, warten Sie mal kurz. Ja. Aus Versehen abgeschlossen. Ach du Scheiße, ein E-Auto? Echt jetzt? Ja, wieso denn nicht? Okay. Wo darf ich sie denn hinbringen? Ja, Moment, Sekunde. Mhm. Und zwar... ich weiß nicht, wie da hinkommen mit das hin? Das ist, ach, da hinten am Anglerplatz. Ja. Moment, dann fahre ich aber nicht die Strecke, wie das Navi mir das sagt, sondern ich fahre das ein wenig anders. Ja, die letzten, also das letzte Stück ist halt nur ein bisschen doof, ne? Ja, ja, über den ja, Sand also würde, ist immer ein bisschen blöd. Über, ja, ja, also ich würde wahrscheinlich über den Highway fahren und dann irgendwann rechts, ne? Ja, oder ja, so. Genau, richtig. Also ja. Wenn es Richtung, wie heißt denn das jetzt? Also ich würde am Apfelbaumfeld wahrscheinlich dahinter abfahren, mhm, und dann... Ja, richtig, richtig, das meine ich. Links, ja, ja. Links, dann brauchen wir nicht 20.000 Kurven und... Grapeseed, das meinte ich. Grapeseed, so genau. Richtig, und, Hätte ich auch gemacht, ja. Ja, das ist halt einfacher. Schande, ein E-Auto. Mhm. Oh, wie lange muss man das laden, wenn das leer ist? Gar nicht lange. Das geht ganz fix. Dann fehlt ja irgendwie das Motorgeräusch dabei, ne? Warten Sie. Oh ja, total, ich hör's. Boah, geht ab. Hoppala. Oh nein. Kann man sich das aussuchen, was für ein Taxi man fahren will? Nein. Also das kriegt man, Wir persönlich... Also... Nein, also wir... Also, ach so, wir Taxifahrer, wir dürfen uns am Anfang quasi auswählen, welches Taxi wir fahren möchten. Ob wir jetzt einen Verbrenner oder ein E-Auto fahren möchten. Okay. Richtig. Wenn man dieses E-Auto nimmt, dann kriegt man auch gleich eine Greenpeace-Karte, oder wie ist das? Oder... Man ist Ehrenmitglied beim WWF. Ach, das ist auch nicht schlecht. Okay. Dann... Ja, und Panda sind ja niedrig, also... Mhm. Kann man mal machen. Nein, eigentlich nicht. Nee, ich fand das Auto eigentlich ganz, ganz toll. Ich habe das... Das ist ja auch, das quasi das gleiche Modell wie auch bei der DMV, nur halt in Blau. Mhm. Und die fahren ja auch E-Autos. Mhm. Ich glaube, ich hatte tatsächlich einen Benziner. Ehrlich? Ich bin jetzt ziemlich sicher eigentlich. Wie lange sind Sie denn eigentlich? Wie lange wohnen Sie denn hier schon? 10 Tage? 12? Nee, Quatsch. Morgen kann ich meine Residenz beantragen. 14 Tage dann. Okay, dann ist das aber wirklich mal eine große Ausnahme, weil ich bin vor... knapp 2 Monaten bin ich hier eingereist. Und da hatten die auch schon E-Autos. Irre, aber also es war auf jeden Fall nicht dieses Modell. Okay. Der sah eher aus wie so ein, fast wie so ein Warner irgendwas so in der Richtung irgendwie. Ich kenne mich mit Autos nicht großartig, also großartig gar nicht aus. Ich auf bin jeden Fall so eine Limousine. Ah, okay. Die Stimme kommt mir bekannt vor irgendwie. Ihr Name? Ylva Svensson. Wie? Ylva Svensson. Nee, das sagt mir nichts. Also ich hätte jetzt an meine alte Heimat gedacht, aber... Woher kommen Sie denn? Kennen Sie diese Insel, wo Fritz Martin der Präsident ist? Nee. Okay, dann nicht. Wie heißt denn diese Insel? Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Los Santos, glaube ich. Okay. Ja. Gott, es gibt viele Inseln, die Los Santos heißen, ne? Tatsächlich? Ich glaube. Weiß ich jetzt nicht. Kenn ich jetzt nicht so. Ich stamme aus Norwegen. Okay.
Also das hier ist auch erst, das ist ihre erste Insel? Nee, ich bin damals, bin damals während meines Studiums nach Austin gezogen, also nach Texas, und habe dort mein Studium gemacht, habe dort meinen Ex-Mann kennengelernt. Und von Austin aus sind wir dann quasi hierher gezogen. Wie alt sind Sie? 25. Und dann schon einen Ex-Mann? Ja. Perfekt. Ja, ja, wir haben dieses Jahr geheiratet, aber es hat nicht großartig gepasst. Also dieses Jahr geheiratet und gleich also hier auf der Insel geheiratet? Oder? Nee, in Austin noch. Achso. Und der lebt auch noch hier auf der Insel? Nein. Oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ach, das ist Schande. Okay. Er hatte die Schickeria für eine Zeit lang als rechte Hand gearbeitet, ungefähr, kann man so sagen. Bin mir jetzt nicht so sicher. Aber das ist jetzt auch schon, jetzt muss ich gerade lügen, am 22. Nee, 23. Ja, 23. Mai. Nee, Juni. Oh Gott. Ich komme schon durcheinander. Am 23. Juni wurden unsere Scheidungspapiere unterschrieben. Genau. Und wir haben quasi anderthalb Monate vorher geheiratet. Ich muss den Kurs gerade ausfahren, bitte. Ich muss den Kurs gerade korrigieren. Okay. Habe ich nämlich bei der Bootsgarage geparkt. Ah. Hier habe ich das Jetski nur gekauft. Ah, okay. Ja, ja, ja. Verstehe. Also ich müsste das dann jetzt übrigens gleich, das Auto, was ich jetzt hier stehen habe, wenn es dann noch da steht, müsste ich einmal zum, nach Palito Bay bringen. Mhm. Und dort bräuchte ich dann wieder ein Taxi. Wie wäre es dann, wenn ich den Auftrag erstmal so weit drinnen behalte und ich Ihnen quasi hinterherfahre nach Palito? Ja, das können wir auch machen. Das habe ich nämlich schon die Tage schon mal gemacht. Ja. Das ist auch kein Problem. Wir werden wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde beschäftigt. eine Stunde? Autos, oh, nee, das schaffe ich dann nicht. Also, wir können ja gucken, wie viel wir schaffen. Also in einer halben Stunde, also ich müsste in einer Viertelstunde müsste ich spätestens wieder in der Stadt sein, denn ich habe heute noch einen Erste-Hilfe-Schein. Ah, okay. Ich habe heute noch den Kurs. Ja, dann machen wir jetzt erstmal die Tour, wie gesagt, Palito. Genau, also das würden wir schaffen. Müsste ich dann nach Sandy Shores. Okay, nach Harmony Park. Das kriegen wir hin. Von da aus könnten wir dann wieder in die Stadt fliegen und mit dem nächsten Fahrzeug. Genau, so können wir das machen. Und dann sind Sie heute alleine im Dienst? Oder ist nee, wir haben noch ein paar Kollegen im Dienst. Aber meine Kollegin mit mir, die gehen jetzt nachher zusammen. Hm. Aber wir haben noch, ich glaube, ein, zwei Kollegen, die würden gleich auch noch in den Dienst gehen. Oh, ist das? Perfekt. Dann komme ich mal ein bisschen beiseite. So. Genau. Warten Sie kurz, ich schreibe mir erstmal die Kilometer auf. Weil, wegen... Ja, ich weiß gar nicht, wie ist das jetzt überhaupt? Wegen Anfahrt gibt es ja... Also ich weiß gar nicht, wie das also jetzt gerechnet wird. Ich würde jetzt einfach sagen, ich rechne Ihnen einmal die Anfahrt an. Genau. Ne? Und dann bräuchten Sie jetzt die Kilometer gar nicht aufschreiben, sondern nur die Kilometer, die Sie nachher insgesamt gefahren sind. Ja, naja, ich brauche jetzt erstmal die Kilometer, die ich jetzt gefahren bin. Und jetzt zähle ich ja die Kilometer nicht bis nach Palito und ich sammle sie ja in Palito wieder ein. Ach so, ich dachte, dann hätte ich doch da eigentlich, dann hätte ich in Palito doch eigentlich wieder eine Anfahrt, oder nicht? Nein, das ach so, okay. Machen wir. Also ich habe jetzt gerade mal die Garage markiert, wo ich gleich das Auto einparken möchte. Ja, warten Sie kurz, ich rechne gerade erstmal. Obwohl, so. es gibt ja nur die eine in Palito da oben. Die eine Garage, ja, die gibt es genau. Da nur. Vor Gott, ist ja nur die eine da. Richtig. Also da werde ich das Auto einpacken und von da aus müsste ich dann wieder nach Sandy. Ach du meine Güte, ich werde andersrum fahren. Ja. Ich fahre nicht über den Berg. Sehen Sie mein Auto da unten? Da unten, der rote? Der rote. Geradeaus ich muss mich gerade rüberbeugen. Ja, ich sehe ihn. Ich fahre über den Hügel. Das können Sie ruhig machen, ich fahre nicht. Gut, dann flitze ich schon mal los. Machen Sie das. Bis gleich. War alles gut bei dir? Ja, ich habe gerade noch einen Folgeauftrag mit dem gleichen Kunden. So, wenn ich die Brücke sehe, dann fahre ich da drüber.
So, jetzt fahre ich geradeaus. Ich fahre doch nicht über den Berg. Bin doch nicht lebensmüde. Uff. Ruckel. Und weiter geht's. Juhu. Jetzt. Danke, braves Navi. Wah. Wir brauchen echt Offroad-Autos. Nur leicht Gas geben. Oh, das schaffst du, Schatz. Das schaffst du. Du hast schon vieles geschafft. Du bist eine Kämpfernatur. So, erstmal weg vom Fluss. Oh Mann. Oh mein Gott, fast geschafft. Gleich kann ich Gas geben. Rumpel die Pumpel. Und los.
Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hallo. Hallo nochmal. Ja. Ich wusste, dass sie schneller sind als ich. Hallo? Ja. Ich hatte sie an. Ach ja, genau. Frau Morelli, genau. Folgendes. Ich brauche eventuell einen Anwalt. Eine Anwältin. Und zwar geht es um Folgendes. Ich bin vor ein paar Tagen an einem Panzer erwischt worden. Ich wusste gar nicht, dass ein Panzer ist, so ein Schrotthaufen. Von der Seite war das aber auch alles okay. Also strich, dass ich da scheinbar irgendwas Illegales getan habe. Aber das, warum ich einen Anwalt brauche, ist, an dem Tag wurde mit einer scharfen Waffe vom PD hinter mir hergeschossen, obwohl ich unbewaffnet war und einfach nur weggelaufen bin. Der Kollege vom PD meinte, ja, vom Panzer. Also zu Fuß. Nee, tatsächlich, seine Aussage war, er hätte versehentlich wäre gestolpert und dabei hätte sich der Schuss gelöst, der direkt an meinem Kopf vorbei. Also ich habe den Schuss praktisch gespürt, den Windzug an meinem Kopf gespürt und die Kugel an mir vorbeifliegen sehen. Ich gehe davon aus, dass er einfach die falsche Waffe gegriffen hat und das möchte ich ungern auf mir sitzen lassen. Mit der Pistole, genau, mit einer scharfen Pistole. Was für eine Pistole genau, das ist eine Dienstwaffe halt, ne? Dass sowas nicht vorkommt. Ich bin eigentlich der Meinung, dass jemand, der eine Waffe trägt im Dienst, wissen sollte, ob er sich gerade einen Taser gegriffen hat oder eine scharfe Pistole. Also ich bin US Marshal AD und bin der Meinung, sowas darf einem Officer im Dienst nicht passieren. Die Dienstnummer habe ich. Ja, die Zeugen, die dabei waren, tatsächlich, es waren PD-Leute, wo er das aber auch, also der Detective, der mich verurteilt hat, dem hat er das auch dort erklärt, tatsächlich. Also wenn der das danach dann tatsächlich abstreitet, dann... Ich auch gerade tatsächlich. Also er hat es vor seinen Kollegen direkt zugegeben, also der praktisch der Kollege, der mich verurteilt hat sozusagen, also weil kein Staatsanwalt da war, dem hat er das dann auch nochmal sachlich erklärt, dass es ja, praktisch, dass er gestolpert wäre und dabei hätte er dann versehentlich die Waffe gegriffen und dann geschossen, anstatt den Taser zu benutzen. Ja. Also selbst wenn die, ja, zusammengeschrieben oder kommt da ein Minus oder irgendwas zwischen, oder... Ja? Ja, gut, dann mache ich das. Ja, alles gut. Ja. Ja, verstehe. Gut, alles klar. Nee, das machen wir so. Dann bedanke ich mich erstmal schon mal für die Mühen, die ich gemacht habe. Und dann, ja, hören und schreiben wir. Super, ich bedanke mich. Tschüss. Hört sich ja ganz schön spannend an. Ja, ich möchte das einfach nicht auf mir sitzen lassen, dass sowas passiert. Also das darf meiner Meinung nach nicht passieren. Das darf auch nicht passieren, nein, definitiv nein. Nicht. Und, nee. Wie gesagt, zwar klar, die Chance ist relativ... Hat der da einen Rebell stehen? Hat er, ne? Ja. Der vor Ort. Ja gut, sie setzen mich ja gleich eher hier raus, dann kann ich da mal rüberlaufen. Genau, richtig. So, da wären wir schon. Sehr schön. So. So. Dann einmal die Rechner. Genau, jetzt kommt das Unangenehme. Oh ja, gehört dazu, ne? Genau, das wären jetzt also insgesamt, wenn ich jetzt das zusammenrechne, wären das... muss ich gerade mal mein Zettel zücken. So, 7. $370. Jawohl, ja. Bräuchten Sie Rechnung, bitte. Eine Rechnung? Das mache ich doch. Oh, kommen Sie mal ein Stück hier an die Seite. Auto ist im Wege, ne? Genau.
So, ich muss da einmal noch die 20 Dollar ja, drauf tun, ne? Das wissen sie. Gut. Na klar. Dann sind das 390. So, dann einmal hier. Unterschreiben. Perfekt, vielen so, herzlichen Dank. So. Und das ist einmal Trinkgeld. Vielen und Dank. Ich bedanke mich. Gerne, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Danke, ebenso. Tschüss. Danke, tschüss. Ich konnte gerade nicht sehen, wer den Follow da gelassen hat, aber vielen herzlichen Dank. Microphone activated. Befinde mich jetzt auf dem Rückweg. Warst du nicht heute auch Erste-Hilfe-Kurs? Ja, deswegen komme ich jetzt zurück. Ich schaffe das. Ja, hab gerade schon eine Kundin zum Erste-Hilfe-Kurs gebracht. Hallo? Ja, ist okay. Ich fahre jetzt direkt zum Ministerium hin. Kannst im Dienst bleiben, ne? Erste-Hilfe-Kurs ist Dienstzeit. Wo ist das? Du kannst im Dienst bleiben, ne? Also Erste-Hilfe-Kurs ist ja. Dienstzeit gegenüber vom DOJ. Ja, das ist mir bewusst. Ich fahre jetzt los. Entschuldigung. Oh, Krise ist da. Was? Und okay. Alles gut. Ich hätte, würde es sowieso nicht mehr schaffen, außer Dienst zu gehen. Der Moment, wenn du eine Kundin hast, die ganz, ganz dringend fahren muss, Toni mit 184 durch die Stadt heißt und die dann sagt, ja, ich hab halt beim DOJ. Emily, the real Queen, ich wünsche dir auch alles, alles Gute heute. Habt viel Spaß beim Stream. Jetzt geht's nämlich gleich los zum Erste-Hilfe-Kurs. Ich freue mich voll mit Dante Teufel. Wupp, wupp.
Jenny, wo bist du? Gerade kurz beim DV gewesen, warum? Ich stehe jetzt vor der Klinik. Das ist schön. Viel Spaß beim Erste-Hilfe-Kurs. Ich hab ja heute. Ach so? Nee, ich hab mich auch nicht angemeldet. Dann fahr einfach dahin und frag mal nach, ob die noch einen Platz frei haben. Ich bin ja da, also kann ich ja fragen. Ja, frag mal bitte. Bin sehr motiviert. So, wo ist das jetzt hier, der Bums? Halleluja, was ein Krankenhaus. Gut, ich habe noch 15 Minuten, aber Ich wundern, die Ina Morelli muss noch bezahlen. Die hat ganz, ganz eilig beim DOJ und hat nicht genug Geld dabei gehabt. Jenny, was ist mit dir und Ersthilfekurs? Ich kann dich nachträglich anmelden. Ich bin gerade da. Ja, bitte. Dann nimm $1,500 mit und kommst du mal runter. Ich spreche mit dem Chef. Okay. Warte, ich muss noch mit. Ich muss nur eintragen. 170. Bing. So. Uff. Hallo, Herr Teufel. Folgendes. Eine unserer Taxifahrerin hat vergessen, sich anzumelden für den EHK. Kann man die noch reinschieben? Ach so. Oh, bei wem melde ich mich da am besten? Ah, okay, super, dankeschön, Teufel. Ebenso. Bin ich schon wieder kein Medic mehr? Das ist schon das fünfte Mal die Monat. Was? Der hat schon wieder gekündigt? Der macht er wohl gerne. Das ist sein Hobby. Ich bin gerade bei der City-Aktion. Oh Mann. So, okay, da muss ich wohl tatsächlich... Kann ich... Hier hast du mindestens zwei Medics. Kann ich vielleicht meinen Bruder anrufen? Dann magst du da mal fragen, weil ich erreiche beim MC gerade keinen. Niemand? Ich hab da... Weber, bist du als erstes da? Wuhu, yay! Großartig! Ich hab mich extra beeilt. Uff. Super. Wir sind gerade mitten in der Ich fühle mich gerade ein bisschen wie so ein Martini, weißt du? Geschüttelt, aber nicht gerührt. Nee, wirklich! Einfach hinzugehen und wegen dem Erste-Hilfe-Kurs zu fragen, kommt irgendwie unpassend. Da hast du recht. Uff. Ach Quatsch, das ist richtig. Aber geht einfach rein und fragt dann danach. Wo ist denn hier der Eingang? Er ist hier, guck. Ah, okay. Geht einfach dahin, wo der Erste-Hilfe-Kurs ist, sagt, ihr seid noch nicht angemeldet, kommt vom Taxi und möchtet euch noch gerne nachtragen. Ging bei mir auch. Ja, ich komme da wo ab aus meinem Funk. Ich komme. Na toll. Also, wenn ich angehalten werde, sage ich, ich muss das. Andere Seite? War hier. Vielleicht. Nö. Und hier da ist nicht. Nicht so. Das hat sich voll verändert, Toni. Wieso denn? Wegen Ricotta? Sagen alle. Wegen was denn? Warum hat sich verändert? Ja, genau deswegen. Wie Ricotta, was? Wegen Ricotta meinst du? Ich muss schon weinen. Ricotta, Rucola, Ricola, Ruka, so alles dasselbe, Mann. Merkwürdig. Na? Na? Vielleicht sollte ich einfach einbrechen. Hm.
Mein Kopf ist schon drin. Super, ich schieb nach. Wo seid ihr? Beim EHK. Was geht? Hallo. Wow, also seid ihr schon drin? Auch eins Erste-Hilfe-Kurs? Nein. Ja. Da, wo ja. Eins Erste-Hilfe-Kurs? Eins Erste-Hilfe-Kurs. Eins Hilfe-Kurs. Eins Hilfe-Kurs, genau. Eins Eins Hilfe-Kurs. Eins Eins Elf. 112. Ich hab einen krassen Deal gemacht. Was? Ich hab meine Chimera verkauft. Dein, ach, dieses dreirädrige Motorrad? Ja, weißt du, was ich gekriegt hab? Was denn? 80.000. Wow. Aber das war doch ein Geschenk gewesen von den Dings. Ja, und? Das staubt ein. Du fährst es nicht, ne? Von den Bikern, das hab ich noch. Das ist ein Geschenk von Hacke gewesen. Mein Ach Vater, so. Der sich nie meldet. Oh. Oh. Mein zukünftiger Schwiegervater. Der sich nie meldet. Der sich nie meldet. Ja, vielleicht ist er Glück, er bezahlt die Hochzeit. Hat einer was zu essen? Oh ja, ich hab noch ein Sandwich. Du bist ein Arsch. Okay, dann könnt ihr gleich erste Hilfe an mir üben. Ja. Ich hab nur 3 Sandwiches. Oh, aber Sandwiches sind schon oh, geil. Ich stell dir eine Rechnung für das Danke. Sandwich aus, ne? Am Arsch lecken. Ich brauch erstmal ein Käffchen. Jo, ist klar. Was das hier für unmoralische Angebote sind. Wieso? Was? Ah, verdammt, wieder laut gedacht. Weil Sie da drauf eingehen würden, der junge Mann hier. Ich gehe gleich aus der Jennifer, hast du mich gerade gesiezt? Ja, das mache ich immer, wenn ich jemanden anrufe. Ist dabei Scheier? Ja. Schneid dir gleich ein. Du brauchst doch eine Lizenz, Schatz. Aufs Maul? Ja, klar, komm her. Oder hast du Lizenzen? Wo soll ich mir die scheiß Lizenz kaufen? Ein Gewerbeamt? Was kostet die? Keine Ahnung. It's the final countdown. Didi. Ich bin gleich wieder da. Mit Wester, der hat Angst. Der will nicht umgeboxt werden und als Erste-Hilfe-Opfer gedient. Oh ja. Hallo. Sind Sie das Opfer? Ich hab meine 5 Minuten. Ich hab gesagt, der hat Angst. Ich hab gesagt, der hat Angst vor uns, der kommt mit Weste. Nicht zu hören. Alles gut. Warten Sie hier auch auf den Erste-Hilfe-Kurs? Ja. Ach, okay. Echt? Ich dachte, hier landet gleich ein Helikopter. Wenn ich nicht mitmachen darf, bin ich das Opfer. Okay, dann leg dich schon mal hin, ich übe schon mal. Das hätte das jetzt ein Mann gesagt, ne? Wäre es lustig gewesen. Warte mal, Toni! Warte, wir machen ein Übungsvideo da draußen. Und es tut so weh. Oh, warte, oh nein, oh Hilfe! Was? Was? Ja, wenn das im Kino läuft, ist das Kino voll, ich sag's dir. Nee, das glaube ich will keiner sehen. Was? 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 Hä? Was? Hä? Was? Wenn ich auf dem Boden liege und rumstöhne, wenn das im Kino läuft, dann. Was? Wie so eine Seerobbe. Ich hole den jetzt gleich. Hast du sie gerade Seerobbe genannt? Wieso Seerobben sind süß? Oh. Das klang jetzt eher wie ein Elefant mit Schnappatmung. Ich glaube, wir haben gleich das erste Opfer gefunden. Was hast du gesagt? Leg dich nicht mit der Taxigänger an. Ja. Wenn ich das erste Taxiunternehmen, was ich auslösche. Oh. Das haben sie einmal zu viel gesagt. Warte, ich rufe erstmal alle an, die hinter uns stehen. Warte mal, das dauert erstmal eine Stunde. Moment. Übernimmst du die Hälfte, Jenny? Ja, ich bin dabei. Okay, du fängst bei G an und ich mach weiter. Okay. Hallo Gohan-Burger. Ich kenne da jemanden. Könntest du mal alle Namen für Ruka aussehen? Oh. Du kennst den Typ, der Gohan heißt, der arbeitet aber nicht bei Gohan. Ja, genau, ich arbeite aber dafür irgendwie, keine Ahnung. Ich finde halt auch gut, dass jemand da Softdrinks verkauft, der Juice heißt, aber. Übrigens, also der Juice, ne, den habe ich gefressen. Warum? Der hat uns letzte Woche mit seinem fliegenden Auto gerammt. Nee, der hat bei mir absolut einen Stein im Brett. Und trotzdem kann er nicht fahren. Das mag sein. Bitte nochmal wiederholen, Bella. Aber das mit dem Autofahren ist hier generell ein Problem, was ich heute schon wieder gesehen habe. Mm.
Gerade eben erstmal bei JD Elner gefragt, ob die Fahrzeuge auch panzern. Ja, da ist halt safe einer mit 180 gegen die Wand gefahren. Ja, ist wieder ins Auto eingestiegen, weitergefahren. Krass. Ja, ja, klar, der Mann hat Eier. Also, kennt ihr dieses Foto von der Person, die den Autounfall überleben würde, den sie da so gefotoshoppt haben? Weißt du, dieser komische, fette Kerl, der mit den eingedrückten Ohren und so? Ja. Nee. Ja, das war bestimmt so einer. Genau, so einer war das. Okay, was wolltet ihr? Hast du das gehört? Guck mal, er lernt jetzt auf dem Quablet Anatomie schon. Du solltest quasi nochmal alle Namen von mir aufzählen. Also ich weiß, Mund zu Mund sollte man eher oben rum machen, aber unten funktioniert auch manchmal. Alter, ich muss gleich aus dem Funk gehen, ey, das ist so lustig. Ricola, Ricola, Ricotta. Reißen Sie mal Ihre Lippen zusammen. Ja, welche denn? Ja, genau die Nummer. Das ist einmalig. Entschuldigung, ich bin nämlich ja. Hallöchen. Hallo. Seid ihr zum ersten Hilfskurs da? Ja, jawohl. Vielleicht habe ich eine Antwort. Ich habe es leider nicht geschafft, mich anzumelden, aber meine Chefin sagt, sie bringt mich um, wenn ich heute nicht beim Erste-Hilfe-Kurs mitmache. Darf ich mitmachen? Dann trage ich dich gleich nach und dann ist das gut. Vielen Dank. Ich mach mal Platz hier. Weil Askel gibt es ja schon, deswegen, das ist ja dann nicht mehr einmalig. Nee, ich habe ja auch nicht gesagt, du sollst dir Askel suchen, sondern so fahren. Gedanken. Und dann nehme ich die Leute auf erstmal. Ich schätze, dass wir so 10 Minuten brauchen, 15 Minuten, bis alle da sind. Hoffe ich, dazu kommen. Und dann gehen wir rein. Ne? Okay. Okay. Geht so auf. Ja, Moment. Ach, er schließt erst auf. Natürlich. Hallo, Askel. Hallo, Askel. Hallo. Einmal schön. Hallo. Hallo, Askel. Hallo. Hallo. Soll ich Askel eigentlich auch nochmal wegen meinen Männern fragen? Bitte was? Nimm nicht zu viele. Was geht? Was geht? Ich muss nur nachfragen, ob die okay sind oder nicht. Bei mir ist immer alles gut. Bei dir? Das freut mich ja bei mir auch. Du musst mit denen doch klarkommen. Oh. Guck mal, ich hab mir neue Leder anschauen. Bella und Toni haben mir schon welche verboten. Sexy, ich hab dieselben. Oha. Hast du für deine bezahlt? Nix. Zu viele oder haben nicht gepasst? Aber das ist nicht, woher ich die hab, oder? Hallöchen. Ups. Hey, Tony Mahoney! Ja, Jocke wurde mir abgeraten. Hey, ist eigentlich nicht so 100%ig, er hat nur gesagt, keine Ahnung, ich hatte gerade. Und der FIMIQ wurde mir abgeraten, weil der angeht nicht wie so ein Frauenheld ist. Nee. Wie jetzt? Oder wie Bella, die so voll ausgedrückt hat, wenn ich hier guck mal, ich hab was mitgebracht bei dir. Okay. Ja, den FIMIQ kenne ich ja nicht wirklich, außer dass er große Fresse hat, aber. Ja. Jockel ist halt ein bisschen doof, ne? Ja, und der schafft halt mal, sich mit mir zu treffen, also kotzt er mich auch an. Kennst du den Fahrlehrer, der Alexander heißt? Nee. Guck mal, einer nach dem anderen mal zu mir kommen, zwecks Anmeldungen, damit ich die einschreiben kann, bitte. Ja, bitte. So, okay. Einmal den Ausweis, bitte. Ja, Augenblick, ich hole ihn gerade aus dem Portemonnaie. Und bitte sehr. Ja, wunderbar. So, dann gehen wir mal in meine App, meiner schlauen App. Aber ich muss erstmal gucken, ob erstmal die Leute da sind. Ilva Svensson, richtig? Das ist richtig, ja. Wunderbar. E-Mail-Adresse ist auch richtig. Ja. Das ist ilva.svensson, ne? Genau. Okay, gut. So. Dann hätte ich gern. Aha. Moment, eine Sekunde. Machen wir das so, so und dann so. Da ist ein bisschen Schreibkram jetzt. Hm. Haben Sie da Geld dabei? Ja, habe ich. Wunderbar. Dann hätte ich jetzt gern einmal. Moment, Sie waren vom Taxi, ne? Das ist richtig, ja. Gut. Sie müssten dann 1.500, also 1.500. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob die Chefin euch das bezahlt. Ja, wir strecken es vor und sie bekommt es, wir bekommen es dann quasi zurück. Ja, das hört sich ja gut an. Okay. Mhm. So, einmal das Geld. Perfekt. So. Okay, dann einmal bitte den nächsten. Mhm. Next. Ja, ich bin schon wir sind hier gut aufgehoben. Hola. Ich glaube auch.
Warte mal, ich brauch doch gar keinen Erste-Hilfe-Kurs, das mach ich hier. Jetzt hast du Schmerzmittel dabei? Ich? Ja, hab ich. Ja, hätte mich gewundert, wenn nicht. Ihr habt alles was dabei. Soll das heißen? Ihr habt alles. Drogen! Nee, das nicht. Wie viel brauchst du? Ja, apropos, ja, gib mir mal ein bisschen Weed. Zwei, drei. Warte. Ich muss es gerade erstmal aus der Tasche. Sag mal für ihn, für mich ja. Ich kann soll für sie ja sagen. Ich kann gerade nicht pumpen. Oh, es geht gerade nicht mehr. Was ist denn? Wer hat gewonnen? Dein Spind ist offen. Ah. Juhu! Das musste ich vorhin schnell gehen, deswegen. So, jetzt aber hier, komm. Ah, jetzt. So. Bitteschön. Dankeschön. Lass mich gleich schmecken. Mhm. Schmecken nach Heidelbeere. Mhm. Ich schlaf gleich. Ja. Die scheinen aber nicht mehr zu wirken. Super. Der hat ganz schön Schlag drauf da vorne. Hast du auch Bandagen einstecken? Nee, das hab ich jetzt nicht. Der hat auch ganz schön Anlauf geholt dafür. Und der 50 Papier, Alter, was hast du denn vor, Ask? Eine Druckerei aufmachen. Ja. Oder seine Memoiren schreiben. Mhm. Krasser Typ. Zwei. Der Spaß kostet 3000, nicht 1500. Hm? Ich nehme aber, doch, jetzt für über die nächsten Tage vielleicht ein paar Briefe schreiben. Soll ich dir jetzt noch 1500 Dollar herkriegen? Ich habe nur 1015 bezahlt. Haha. Ja. Echt? Ja. So. Wie viel kostet es denn jetzt? 1000. Für Staatsbedienstete 1500, für Zivilisten 3000. Siehst du? Haha. Ah, okay. Wir haben eine Sonderrolle. Ich bin Taximensch. Nein, die wissen, dass die Zivilisten mehr Geld verdienen wie die Staatsbediensteten. Deswegen. Bitte was? Was? Hey, das ist ja wohl ein Witz. Ihr verdient euer Geld und kriegt das günstiger als ich arbeitsloses Opfer, oder was? Ja. Ja. Das ist ja wie in einem schlechten Film. Ja, die arbeiten. Da will man Menschen was Gutes tun und Leben retten und muss mehr bezahlen als ihr. Wir arbeiten ja auch für den Staat. Eieiei. Wir arbeiten für die Menschen. Wir erfahren sie. Ja. Ja, wir dienen Los Santos. Genau. Und den Menschen. Ist das Tony, du musst dich hier anstellen, ne? Nee. Jaha. Das wird, glaube ich, ein lustiger Abend. Das denke ich auch. Hast du schon wieder getrunken? Ich bin mal gespannt. Heute auch schon wieder jemanden getroffen, der klang eher wie 13. Ach, wie süß. Ja, ne? Habe ich mir auch gedacht. Dieser Moment, wenn dich jemand versucht zu überfallen und du bekommst so einen Vaterkomplex. Ach, guck mal an Mamas Brust. Das war so. Was ist, wenn ich dich jetzt überfalle? Sag ich, hast du deine Nöckerchen dabei, damit du mir in die Augen gucken kannst? Autsch! Nochmal, man ist im Erste-Hilfe-Kurs an der Puppe. Wir müssen nicht erst jemanden umhauen. Oh, genau. Mann, du kriegst was. Aua. Verprügeln und alles Taxi. Verstehe ich nicht. Tut mir leid hier, bitteschön. Also, wir haben das schon, als du das gesagt hast, verstanden, dass du mad darüber bist, dass du als Zivilistin mehr zahlen musst. Du musst das nicht noch einprügeln. Kannst du dann die Tür schlagen, dann haben wir alle durch. Nee, ich brauche eine Bandage. Habe ich auch gerade gebraucht. Oh Mann. Herr Doktor, ich brauche eine Behandlung. Nein. Gewalt gegen Taxifahrer. Unmöglich. Das geht gar nicht. Dann bin ich ja die Nächste. Okay, dann hätte ich gern den Nächsten. Ja, ich bin die immer nicht offiziell angemeldet ist, aber eigentlich. Ja, alles gut. Sonst bringt mich meine Chefin um. Zeig mir mal bitte deinen Ausweis. Dann trage ich dich nach. Dann ja. Müsste ich aber gleich dann noch deine E-Mail-Adresse und deine Telefonnummer haben. Ja? Das ist aber ein schlechter Anmachspruch. Das war kein Anmach. Ja, sagen Sie, wenn Sie soweit sind, mitschreiben. Alles gut. Ich bin ein alter Mann. Ich brauche was länger.
Ja, ich kenne das. Alte Frau ist kein D-Zug. Ich habe heute Morgen noch aber so alt sehen sie da auch nicht aus. Jetzt kommen sie mal. Hier. Was schätzen sie denn? Aber bitte 35. Realistisch. Bitte? 35. Oh Gott, bin ich so jung. 40. 3000 Dollar bitte. Ihr habt das verkackt. Aber ich hab ihn doch jünger gestellt. Komm, einen hast du noch. Jetzt sag ja das Richtige. Ja, war ich jetzt schon zu hoch oder was? Ja, was denkst du denn? Komm, hau raus. Wie gesagt, 35. Definitiv nicht. Ja, beschweren Sie sich nicht, wenn ich mich jünger geschätzt hab. Dann tu mal 15 Jahre drauf. Ui. So, einmal die 3000 dann bitte. Nein, ich arbeite beim Taxi. Ach, wo bist du? Ach so, stimmt, da war was. Ja, 1500. Ich fühle mich gemobbt hier. Ich fahre gerade zu lachen. Also zum Automaten. Komm wieder ins Taxi. Gut, okay. Nein, ich brauche ein Pflaster. Weiß ich nicht, bist du nackt? Erst nehme ich jetzt erstmal die Sachen auf. Nein, das ist langweilig. Dann kriegst du ein Pflaster. Okay, dann der nächste. Mit Hello Kitty. Ja, aber was soll ich Ihnen jetzt sagen? Wie wär's erstmal mit Personalausweis? Soll ich Ihnen auch Geburtsdatum, Augenfarbe, Körbchengröße sagen oder kommt das später? Na, Körbchengröße? Nee, schätzen war ich immer scheiße. Ich wollte ja sagen, Sie können ja mal anfassen, aber nee. Darf ich nicht, nur aus medizinischen Gründen und da haben wir im Moment keinen Anteil von. Warte, ich box sie! Ah, so. Also soll ich sie jetzt anfassen, ja? Okay. Was gibt mir jetzt zu denken? Ach, Jenny? Spaß, alles gut. Was denn? Ich hab noch mehr Spaß. Ja, gib gut, mir mal dass sie eine enge Hose anhaben, sonst wüsste ich, wie viel Spaß sie hätten. Herausforderung angenommen. Okay, gib mir jetzt erstmal deine. Ich setz mich mal ganz weit weg von dir. Das ist ja peinlich. Komm, genier dich jetzt nicht so. Drück die Nummer raus. Los. Ganz warm. Ich meine, ich sehe auch schon die ersten Schweißperlen an der Stirn. Ja, guck mal, so drei und so nicht nur treiben da. Sie mich schon hier. Meine Kollegin guckt zu, ist das nicht verwirrt? Ich halte gleich auf die Kamera. Meine Telefonnummer und meine E-Mail geht. Ja, bitte. Ja, was wird denn zuerst? Nummer. Alles klar. Aber langsam. Vorwahl, wissen Sie? Ja, sollte ich kennen. Sehr gut. Dann 1, 2, 8. Ja. 7, 9, 6. Ach, perfekt. Schon direkt. Oh, mir tut schon den Mund wehgehen, ey. Echt? Ja, vom Lachen. Dann verstehst du aber nicht viel. Nee, ich lach nicht so. Okay, E-Mail-Adresse. Warte. Wo sehe ich den nochmal? Da. Auf deinem J-Tablet. Boston. Und dann @vmail.net. So. Mein Name ist Jennifer. Hi. Und das haben Sie in meinem Ausweis schon gesehen, ich weiß. Ich bin da Louis. Hi. So, Taxi habe ich schon drin. So, Mädchen. Dann nenne ich dich auch in der Liste drin. Sehr schön. Ganz kurz kannst du ja Jenny nennen. Was? Jenny. Arzt, kannst du die Leitstelle kurz nehmen? Ich muss mal auf Toilette. Kann ich was? Okay, geh mal zu den anderen oder schick mir nochmal, wer muss denn jetzt angefangen werden? Du, ne? Ich glaub, die waren alle. Die linke hier vor mir, die junge Dame, oder? Nee, ich bin schon. Du bist aber Silber, ne? Ja, ich brauche aber einmal ein Hello Kitty Pflaster. Ich habe aber nur Benjamin Blümchen. Na, dann nehme ich das auch. Ja, sicher? Ja, ich nehme auch Benjamin Blümchen. Ich puste auch. Danke. Ei. Alles gut. Also sind wir heute nur 2, 4, 6 Leute, okay. Ich muss gucken. Ich habe im Moment keinen Zugriff. Dankeschön. Auf meine App. So. Sie benötigen Zugriff. Ja, toll. Ich habe doch Zugriff. Fertig. Ja, wir haben so ein Programm auf der Handy-App und da kann ich alles Mögliche mitmachen. Okay. Problem an der Sache ist, funktioniert im Moment nicht. Das ist schlecht. Was ist?
sehr schlecht. Gut, okay. Ja, muss ich gleich mal gucken. Wir müssen leider 10 Minuten warten. Meine Kollegin kommt gleich, die hat nämlich die ganzen Zugriffe dazu. Mhm. Dann können wir nämlich den Kurs machen, weil wir sind, glaube ich, nur zu 6. Dann passt das, dann kriegen wir das auch einigermaßen zügig durch. Na denn. Ja, ist auch gut für euch dann, ne? Ja, ich meine, das ist sowieso unsere Dienstzeit. Hey, Herr Werner. Das ist nicht mein Bruder. So. Luis. Was? Luis. Ja, Jennifer? Nee, Boston? Nicht Jennifer. Nee, die andere. Langhaarige. Ich heiße Jennifer. Ja. Nee, er meinte die andere. Malia. Luis, wann geht's los? Bitteschön. Wann geht's los? Nein, wir warten auf eine Kollegin, die kommt jetzt gleich. Weil die hat die ganzen Unterlagen. Ich habe im Moment keinen Zugriff auf meine Handy-App. Okay. Und deswegen, die hat auf jeden Fall Zugriff. Dann ich kann den aufmachen einfach. Easy. Ja. Da komm, gehen wir rein. Ich mach den Kurs. Und du bist dir sicher, dass du 26 bist? Klar. Die ist 12. Nee, 13. Ihr seid alle so jung. Wie jung bist du denn? Jennifer weiß es. Ich auch. Ja. Kommt ganz drauf an, ne? Ob man mit der Zeitrechnung vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg anfängt. Ich hab gesagt, er sieht aus wie 35. Aber das fand er auch nicht so gut. Er wollte mir 3000 abknöpfen. Das fand ich gemein. Weiß ich mal ihm Kompliment und dann kommt sowas. Ja, du wolltest doch ganz andere Dinge. Toni. Boah, Toni, kannst du mal bitte das Elend da wegtun? Er ist eigentlich Erste-Hilfe-Kurs auch heute mit Pärchen bilden und mit anfassen und so? Oder muss ich keinen anfassen? Ja, deswegen gut, bin ich doch hier. Das Problem an der Sache, dann gehe ich leer aus. Ach, Quatsch. Jenny, ich glaube, wir müssen ein Pärchen bilden. Ansonsten ist Toni. Hallo. Ansonsten ist Toni nachher eifersüchtig. Alles gut. Luis und Flynn. Oh, okay. Gut. Natürlich mal wieder. Scheiße. Es wären mehr Leute zum Erste-Hilfe-Kurs, das ist ja echt wenig. Ja, angemeldet sind wahrscheinlich auch mehr. Ja, das Problem an der Sache, wir haben leider für heute nicht Werbung gemacht. Normalerweise macht man das immer. Ich muss auch gucken, dass ich sehr wahrscheinlich zu Donnerstag noch ein ERK mache. Ach, lass mal nicht drüber reden, dass die Hälfte wahrscheinlich, die gerade angemeldet ist, noch beim Gewerbeamt steht, die nicht hier sind. Wie oft darf man Erste-Hilfe-Kurs machen? Auch hingehen, aber oder kann man da oben nicht bestehen? Also, ja, man kann auch nicht bestehen. Also okay. Es werden 15 Fragen werden gestellt und wenn da 15. Was? Das ist die Prüfung. Oh mein Gott. Alles gut. Also ich habe noch keinen gehabt, der nicht durchgekommen ist. Ja, aber ich dachte, wir machen hier ein bisschen Übungen von der zweiten Frage und so. Und hallo, Eva. Du willst Übungen machen. Oh Mann, oh. 30 Mal drücken, 2 Mal pusten. Ja, ich weiß. Können wir das andersrum machen? Ich kann auch blasen. Oh, ja, aber bitte. Du hast vorhin gesagt, die tun die ganzen Mundwinkel wie, also dann geht das nicht. Echt? Meinst du? Ja, das ist wie bei Muskelkater, das geht davon wieder weg. Leute, ihr macht mich fertig. Ja, nicht, dass das wird doch schon mal eine lustige Gruppe. Wir haben noch keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Wenn der jetzt einen Herzinfarkt kriegt, dann hat er Pech. Das habe ich schon letztes Jahr im September gehabt. Also macht dir keine Sorgen. Ich habe schon einen gehabt. Oh nein, ja, armes Herz. Alles gut. Gut, ich würde sagen, wir gehen schon mal hoch. Der Kollegin, die kommt bestimmt dann gleich. Ja? Jo. Gut, dann kommt mal mit. Habe ich einmal durch. Dankeschön, ihr. Ich will ans Fenster. Ich will ans Fenster. Ja, hier ist nichts auf. Sind wir schon da? Hey. Okay. Hier war vorhin nichts auf. Okay, einmal in Betrieb. Hui! Da.
Ich hoffe, das ist jetzt hier nicht so eine Chose wie irgendwie The Walking Dead oder so, weil es hier so dunkel ist. Wir zeigen euch heute einen kleinen Kinofilm, der heißt Zombies im Krankenhaus. Ja, cool, wir sind in der Autopsie. Ja, pass auf, dass du nicht gleich auf dem Tisch liegst, doch. Dann komm mal mit. Ja, nicht das erste Mal. In der Autopsie? Ich hab einen knackigen Hintern. Ja. Schon mal Nahtoderfahrung gehabt? Noch nicht. Nicht nur nah. Oha. Oh nein, Treppen. Treppen sind Warum Treppen? Warum gibt's den Hintern, hört auf zu heulen. Aber gut, mein Arsch muss ja knackig bleiben, deswegen Treppen. Siehst du? Wenn man dann dauernd im Taxi sitzt, dann wird er nicht knackig, dann wird er eher breit. Dann wird er immer breiter. Yep. Oh nein, noch mehr Treppen. Der stand unten auf dem Schild. Nee. Oh nein, noch mehr Treppen. Jetzt hör auf zu heulen. Nee. So, darf ich vorstellen, unser Labor, Archiv und sonstiges. Autopsie. Ach, jetzt können wir Meth machen. Was? Was, Meth? Wir spielen hier gleich Breaking Bad. Cool. So, unsere Schulungsräume. Ich strebe nach vorne, oh. Ein Kreis oder ein Halbkreis? Kreis oder Halbkreis? Ja. Wir machen eine Kommunikationskartoffel. Ja, man kann keine Treppen steigen. Ja, man kann keine Treppen steigen. Ja. Deswegen dann musst du trotzdem nicht die ganze Zeit so halten wie ein Raketenwerfer. Aber dann hätten wir schon mal ein erstes Opfer zum Üben. Ja. Dann verschränke ich meine Arme und guck zu. Okay. Danke, Toni, danke. Kann ich auch. Also, folgendes. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ihr beim Erste-Hilfe-Kurs erschienen seid. Auch wenn leider ein paar Leute fehlen. Aber gut, dann ist das so. Mit solchen Leuten kann man das auch ganz gut machen. Also der Kurs, ich will gucken, dass er so circa, wird das wohl eine halbe Stunde bis 40 Minuten der Theorie-Teil. Wir gehen einige Abteilungen durch, so ein bisschen das Wichtigste. Danach wird eine Prüfung gemacht, das sind circa 15 Fragen. Bei 7 falschen habt ihr noch bestanden. Bei der 8. falschen müsst ihr leider das nochmal neu machen. Warte, brauchst du noch die Hälfte, richtig? Oh, wow! Ja, wir haben, das ist so halt festgelegt worden. Ich hab die gemietet, damit seine Sachen nicht weg sind. Was bist du für ein unhöflicher Bauer? Wen hast du gemietet? Ah, sorry, ich musste gerade kurz funken. Alles gut, okay. Also wenn es geht, immer Handys ausmachen und so, das wäre nicht schlecht, weil umso schneller wir durchkommen, auch so besser für dich. Hallo, Flynn, mein Maus. Alles gut? Ja. Ja, die anderen 4 sind nicht gekommen. Okay, ja, ich bleib doch bei dir. Oha, was soll das heißen? Ja, siehst du, Jennifer ist jetzt böse mit mir. Erst wollte sie mit mir kuscheln und sonstige Sachen machen. Sogar bitte was? Vielleicht wollte sie anziehen, weißt du? Und dann, ist egal, komm, lass mal. jetzt ist gut. So, okay. Wie gesagt, umso besser ihr mitarbeitet, umso schneller kommen wir durch. Umso schneller wir durchkommt, umso schneller seid ihr wieder bei irgendwelchen anderen Gelegenheiten, Arbeiten oder sonstiges. Machen wir mein Handy aus. Flynn, willst du anfangen? Jo. Hättest du da Lust zu? Hättest du da Lust zu? Ja, kann ich machen. Ja, dann hau mal raus. Ja. Erstmal herzlich willkommen zum Erste-Hilfe-Kurs. Ne? Entschuldigung, dass ich mich hier gleich mal instant verspätet habe. Kleine Info für euch, es läuft wie folgt. Wir haben folgende Themen. Wir sprechen alles jetzt erstmal nur theoretisch durch, machen anschließend eine Prüfung, aber folgende Themen. Wie verhalte ich mich an der Unfallstelle? Wie setze ich einen Notruf richtig ab? Erste Hilfe bei einem Motorradunfall. Umgang mit verletzten Personen. Wie lege ich einen Druckverband an? Und was sind lebensbedrohliche Blutungen? Sowie, wie funktioniert die stabile Seitenlage und die Herzrhythmusmassage? Das wäre was für Jenny. Oh, möchte sie denn mal bei mir eine Herzrhythmusmassage machen? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Komm, trau dich. Schön, dass über meinen Kopf entschieden wird. Jenny, trau dich. Trau dich.
Also grundsätzlich gilt einmal, wenn ihr an eine Unfallstelle kommt, behaltet einen kühlen Kopf. Das ist das wichtigste A und O. Es bringt euch nichts, wenn ihr wie ein aufgeschrecktes Häschen dahin rennt und anschließend zum Beispiel selbst überfahren werdet oder, keine Ahnung, in den Schusswechsel geratet oder irgendwas. Ne? Immer Augen auf beim Eierkauf, checkt erstmal die Lage, was ist denn überhaupt gerade eben los, worauf muss ich achten. Okay? Ja. Mhm. Stichwort Schusswechsel etc. Achtet immer auf eure Eigensicherheit. Es bringt euch gar nichts. Null. Wenn ihr bewusstlos oder lebensbedrohlich verletzt daneben liegt. Das heißt, wenn ihr merkt, es ist zu gefährlich oder es besteht für euch einfach eine Gefahr, die ihr eventuell nicht beherrschen könnt. Sagen wir jetzt Schusswechsel oder keine Ahnung, irgendwas, ne? Bergab gerutscht oder, ne? Bleibt lieber zurück, informiert dafür die Rettungskräfte umso genauer und versucht die Personen, also wenn sie vielleicht jetzt noch bei Bewusstsein ist, ein bisschen zu beruhigen, dass sie auf keine dummen Ideen kommt. Okay? Es bringt uns als Rettungskräfte ganz, 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 ganz wenig, wenn wir an eine Unfallstelle oder eine Absturzstelle oder was auch immer hinkommen und wir auf einmal zwei Personen statt einer da liegen haben. Ist immer kacke. Wenn ihr zum Beispiel einen Fahrzeugunfall kommt, könnt ihr folgende Dinge machen. Ihr könnt die Straße absperren mit eurem eigenen Fahrzeug. Macht dazu am besten Warnblinker an, stellt das Ding einmal in Diamantstellung dahin. Das heißt, nicht da längs oder quer zur Fahrbahn, sondern diagonal. Weil wenn da einer reinfährt, schießt quasi das Auto dann zur Seite weg an euch vorbei. Ja. Nutzt euer Warndreieck, sollt ihr ja immer dabei haben, ne? Zwinker, zwinker. Stellt es auf 100 Meter weiter gegen die Fahrtrichtung, dass man euch einfach schon vorher besser sieht, okay? Macht euch eine Übersicht, was ist passiert. Heißt, guckt einfach mal. Könnt ihr abschätzen, wurde die Person geschlagen, ist sie mir vom Fahrrad gefallen, ist mir Motorrad an dem Pfahl hängen geblieben. Ich meine, ihr habt jede Menge Indizien, wenn ihr da erstmal hinkommt, sei es, ob die Blutspur auf der Straße, wo er lang geschlittert ist, sei es, ob das Fahrrad, was daneben umgekippt liegt, oder die drei Gangster, die hier gerade eben mit dem Auto wegfahren, als bestes Beispiel. Verschafft euch einfach einen Überblick und versucht dann uns auch möglichst genau zu informieren, was passiert ist, wenn es möglich ist. Wisst ihr, was wichtig ist, wenn man Notruf absetzt? Ja. No. Die 5W-Fragen. Genau. Perfekt. So, wer weiß die 5? Ich. Wer, wo, wie viele, was und auf warten. Fragen warten. Ja, also zuerst glaube, wo, dann warten auf weitere Fragen. Was ist geschehen, die wie viele betroffen und dann warten auf Rückfragen. Ja, ich sehe schon, uns wobei ich blond bin, weiß er nicht. Ja, ich merke das, die sind besser wie die letzte Gruppe, du. Das ist richtig. Das ist ja so gefühlt der 8. Erste-Hilfe-Kurs, den ich mache. Neues Hobby? Ja, jedes Mal aufs Neue, ne? Wenn du, ja, du kannst anders bin mal gespannt, ob, dem Erste, ob in dem Erste-Hilfe-Kurs auch das mit dem Tampon vorkommt. Ja, oh. Haben wir eigentlich auch diejenige hier gerade eben in der Runde, die heute meinte, den Theorieteil zu überspringen? Ist sie da? Ah! Ja, wichtig, wer meldet das Ereignis? Einfach damit wir, wenn ihr uns Dispatch per SMS zuschickt, auch kurz zuordnen können, wer hat das gerade gemeldet. Damit können wir uns eine Reihenfolge machen, können anhand der Schwere, der beschriebenen Verletzungen dann auch geht das Ganze zuordnen und auch priorisieren. Wo ist ganz klar, wenn wir nicht wissen, wo es ist, haben wir einfach verloren. Hier im Start haben wir Gott sei Dank das Glück, dass wir unser Dispatch-System haben. Sollte es mal nicht funktionieren, achtet drauf, erst den Stadtteil, also erstmal den Ort, ne, sei der in Harmony, Los Santos, Grapeseed, whatever. Dann den Stadtteil, wo seid ihr genau? Dann die Straße, beziehungsweise dann anhand der Karte vielleicht die Beschreibung des Gebäudes. Ne? Also ihr seid jetzt an einem ganz markanten Ort, wie zum Beispiel am Ministerium, ne, dann sagt gleich hier eine verletzte Person, nördlich, südlich, östlich, westlich vom Ministerium. Je exakter die Angabe ist, natürlich Dispatch ist am genauesten, aber je exakter die Angabe ist, umso schneller kommen wir da auch hin. Und wenn ihr uns dann noch vorher sagt, was da auch noch passiert ist, also quasi ist ein Verkehrsunfall mit einer eingequetschten Person, eingeklemmten, gequetscht wäre schlecht, ist ein Wanderunfall, ist da eine Person ertrunken, irgendwie sowas,
dann können wir auch schon mal von Haus aus die richtigen Leute mit dem richtigen Gerät dahin schicken. Okay? Dazu kommt dann noch, wie viele Verletzte. Sollte, glaube ich, selbsterklärend sein. Und ihr könnt das alles mit einem Satz durchrattern und dann einfach auflegen. Hat uns dann leider auch nichts gebracht. Wartet bitte immer auf Rückfragen. Weil selbst wenn ihr ein paar W-Fragen vergesst oder irgendwelche Angaben unklar sind, wenn ihr einfach auf Rückfragen wartet, dann sollte das deutlich einfacher sein für uns, okay? Eigentlich ist das ganz einfach. Normalerweise tut immer der Notdienst, also die Notfallzentrale, tut meistens als letztes auflegen. Ja, wenn die auflegen, dann haben die alles und dann ist alles gut. Ja. Okay? Check. Okay. Dann Thema Motorradunfall. Jeder kennt es, ihr habt es bestimmt schon tausendmal gesehen. Gefühlt jedenfalls, also wir jedenfalls. Ganz wichtig, wenn ihr jemanden da habt mit Motorradunfall, lasst den Helm drauf. Wichtig, weil wenn ihr den unsachgemäß runtermacht oder sagen wir mal mit zu wenig Erfahrung, ne, kann es halt passieren, dass ihr dem guten Menschen das Rückenmark durchtrennt und dann hat er halt kein so schönes Leben mehr. Heißt, tut euch selbst den Gefallen, lasst den Helm drauf, macht das Visier auf, ist es ein Integralhelm, klappt den Helm komplett auf, aber macht den Riemen unten drunter runter, dass er locker aufsitzt, aber macht ihn bitte nicht runter. Des Weiteren, wenn ihr jemanden mit Motorradunfall habt, der noch atmet und Puls hat, ne, Stichwort Herzrhythmusverschlagung und Wiederbelebung, machen wir später. Angenommen, er hat das Ganze noch, bringt eine stabile Seitenlage, guckt, dass er gut durchatmet. Aber wie soll ich den wiederbeleben, wenn er seinen Helm noch auf hat? Ja, wenn er nicht mehr atmet, muss ich ihm den Helm natürlich ausziehen. Wenn er nicht mehr atmet, auf dem Stand, den ich bin, ist der neueste Stand eigentlich Helm ab, aber das ändert sich ja wahrscheinlich auch jedes Jahr. Mit wie vielen Leuten solltet ihr denn mindestens? Mit zwei. Einer, der den Hals stabilisiert. Ja, wenn du zwei Leute da hast, aber wenn du siehst, der blutet oder irgendwas, bevor er erstickt, ziehst du ihm das Ding halt auch alleine ab. So. Ich sag's euch mal so, wenn er gerade eben sowieso am Krepieren ist, na? Ich sag's mal so, wie es ist, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer. Darum sage ich gerade eben, wenn er Puls hat, wenn er Atmung hat, dann ist das alles die eine Geschichte, wenn er gerade eben sowieso am Abnippeln ist. Tatsächlich habe ich aber dann auch mal eine Frage. Ja? Bei einem Motorradunfall ist doch stabile Seitenlage, ist das nicht auch irgendwie etwas ungünstig? Ah, es kommt immer ganz drauf an. Das geht ja mit dem Helm, das ist jetzt das Problem. Es geht eher um. Es ist halt nur, je nachdem, wie weit du den Helm aufkriegst, ist halt von wegen Kotzen und Ersticken und so, ist dann noch schwerer. Ja, es geht da eher um die Rückenverletzung, die ich. Ne? Ja, gut, schon, die schon siehst klar. Du ja so oder so nicht, ob er jetzt einen Helm auf hat oder Motorradunfall oder einen anderen Unfall. Ne? Ich sag mal, in dem Moment ist es aber, naja, also, egal will ich nicht sagen. Wenn er atmet kann und Puls hat, bewege ich ihn doch so wenig wie möglich, oder? Gut, wenn er Atmung hat und Puls hat und bei Bewusstsein ist, glaubet mir, und er hat Schmerzen, den wirst du niemals in einer stabilen Seitenlage bekommen. Das schaffst du nicht. Das ist halt auch das andere. Ja, drum. Also, Motorradunfälle sind halt immer so eine Geschichte, wir können euch hier auch nur Leitlinien geben. Ich meine, jeder Erste-Hilfe-Fall ist später mal anders. Und wir können hier 1000 Beispiele durchspielen und später ist es dann so, ihr kommt an irgendeinen Typen hin und dann ist es was ganz was Neues. Wir können euch nur so ungefähre Leitlinien geben hier. Ne? Ob ihr das dann ganz gut umsetzen könnt, ist in einem ganz anderen Papier geschrieben. Ich sag mal, wenn ihr die Situation sowieso habt, werdet ihr sowieso ganz anders reagieren, als ihr denkt. Das ist doch. Es kommt wirklich auf die Situation an, was im Moment halt am Bach ist. Das heißt, wie viele Leute sind da oder wie ist die Situation. Ihr werdet nie so reagieren, wie ihr das euch immer vornehmt. Das ist so. Machen wir weiter im Text. Solltet ihr den Helm abziehen müssen, ja? Angenommen. Dann seid ihr bitte zu zweit. Wenn kein zweiter da ist, vielleicht findet er irgendwo einen zweiten. Gehen wir einfach mal davon aus, dass ihr einen findet und ihr seid dann zu zweit. Dann kniet der eine oberhalb des Kopfes, fasst mit beiden Händen an den Helm und der zweite, wie ich vorhin schon erwähnt, stabilisiert den Hals und dann wird der Helm in Längsrichtung sauber mit einer gleichmäßigen Bewegung abgezogen. Okay? Den Kopf dann anschließend vorsichtig am Boden ablegen. Den Helm können da sonst wohin schmeißen. Braucht er nicht. Und ansonsten
Atmung kontrollieren, ob er noch atmet, beziehungsweise dann halt eben mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen, sollte es der Fall sein. Ja? Sagen wir mal, das ist jetzt mal soweit abgeschlossen. Ist halt ein kontroverses Thema, explizit Motorradunfälle, aber wie schon gesagt, das müsst ihr dann erst in der Praxis gucken, wie es so geht, okay? Kommen wir als nächstes mal zum Erste-Hilfe-Kasten, beziehungsweise die Schmerzmittel und die Bandagen, die ihr in der Apotheke kaufen könnt. Grundsätzlich ist es so, wenn ihr irgendeinen Unfall habt, wenn, keine Ahnung, irgendwas ist, irgendeine mittlere, beschwerwiegendere Verletzung, kann ich euch gleich sagen, der Erste-Hilfe-Kasten ist nur zur Erstversorgung. Ihr könnt damit, mit dem bisschen, was da drin ist, könnt ihr keine Patienten oder Verunfallten so weit behandeln, dass er nicht ins LSMD müsste. Okay? Mhm. Wenn ihr euch nicht sicher seid oder wenn ihr sagt, hier, keine Ahnung, wir bräuchten Unterstützung und ihr seid euch einfach nicht sicher, ob das jetzt wirklich ein Notfall ist, ruft trotzdem an. Es ist euch keiner böse, wenn ihr hier die, 911, 913? 912. 912, danke. Siehst du? 1180, 0. Ja, das ist halt das, wenn man da arbeitet. 911 ist die Polizei. Stimmt, so war das. Es ist euch keiner böse, wenn ihr da mal kurz anruft und sagt, hier, wie sieht's denn aus, könnt ihr mal einen vorbeischicken, so nach dem Motto. Einfach weil, lieber vorgesorgt als nachgesorgt, ne? Wenn ihr sowieso jemanden habt, der schwerwiegender verletzt ist, dann könnt ihr eigentlich auch mit dem Erste-Hilfe-Kasten wirklich nur die allernötigste Erstversorgung machen. Jetzt Ähnliches mit Schmerzmitteln. Wenn ihr, keine Ahnung, ihr geht wandern, knickt um, staucht euch den Fuß böse, haut euch hier zwei Ibu 800 rein, dann geht das schon. Muss euch nicht sagen, dass es am nächsten Tag scheiße ist. Drum versucht vorbeizukommen oder euch abholen zu lassen, wenn das wirklich ist. Erste-Hilfe-Kasten müsste jeder von euch in seinem Kfz vorbei mit dabei haben. Steht ja in unserer tollen STVO drin. Ne? Lasst euch nicht ohne erwischen, kostet einen Haufen Geld. Grundsätzlich ist ein Erste-Hilfe-Kasten ein Einmalprodukt. Heißt, wenn ihr den sterilen Bereich entpackt habt, müsst ihr euch einen neuen kaufen. Okay? Mhm. Einmal verwendet, entweder wieder auffüllen. Da gibt es so spezielle Nachfüllkits. Beziehungsweise einen neuen kaufen. Die kosten nicht die Welt. Dazu bis jetzt Fragen? Ja. Okay. Wenn ihr einen Bewusstlosen oder Verletzten vor euch habt, ja, und ihr behandelt den, Erste-Hilfe-Kasten, ja, was auch immer da drin ist, was auch immer ihr gerade eben dabei habt, vermeidet bitte Medikamente. Das heißt, wenn ihr einen Rettungsdienst ruft, vermeidet bitte, dem in die Medikamente zu geben. Zum ersten haben wir das Problem mit den Wechselwirkungen. Zum anderen ist es so, wenn ihr das hinterher vergesst, uns mitzuteilen und wir geben denen dann nochmal irgendwas dazu und wir haben dann hinterher ein Problem, dann wissen wir davon nichts. Okay? Auch alles, was ihr gemacht habt, sagt es dem Sanitäter, der vor Ort kommt, oder wenn ihr ins Krankenhaus fahrt, sagt es dem Sanitäter, der euch dann behandelt, was ihr alles gemacht habt. Okay? Mhm. Erleichtert uns die Arbeit ungemein, beschleunigt auch das ganze, sage ich mal, Verfahren, einfach weil wir dann wissen, okay, wir haben das ist so und so und so gemacht worden, also müssen wir noch das nachreichen, okay? Ja. Thema Druckverbände. Weiß einer, wofür man die benutzt? Wenn ganz viel Blut aus einer Wunde raus sprudelt. Oder auch nicht so viel. Mhm. Und das Ausbluten zur Mitte? Um das Ausbluten zu verhindern. Richtig. Was sagen die Damen und Herren links von mir? Hätte ich genauso gesagt. Genauso. Was ist los mit euch? Seid so still? Ach, konzentriert, ne? Okay. Macht sich nicht generell hat es der Herr schon richtig erwähnt. Wir haben ab einem Liter Blutverlust circa. Ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und bei Kindern und Jugendlichen nochmal eine ganz andere Hausnummer. Meins war nicht richtig. Wie nicht richtig? Das, was doch, ich gesagt habe. Doch. Das war schon richtig. Aber nicht so liebevoll ausgedrückt wie das von dem jungen Mann da. Es tut mir leid, ich werde es in Zukunft besser berücksichtigen. Nee. Wir haben ab ca. 1 Liter Blutverlust, haben wir eine lebensbedrohliche Situation. Kinder, Kleinkinder, Jugendliche natürlich entsprechend früher, weil die erheblich weniger Blut im Körper mit sich führen. Daher ist grundsätzlich eine Blutungsstillung möglichst effizient und schnell durchzuführen.
Je weniger der Patient Blut verliert, umso besser geht es ihm später. Ab einem Liter. Bei Kleinkindern natürlich dementsprechend weniger, ne? So viel verliere ich da einmal im Monat. Das ist aber nur eine, eine Tasse voll. Ich weiß, das sind nur 8 Esslöffel. Boah, bei das mir ist nicht viel. Leute. Boah, das sind zu viele Infos, Leute. Dame, dann würde ich Ihnen einen guten Tipp geben, suchen Sie sich mal dazu dahingehend einen Spezialisten, denn das könnte eventuell wirklich ein Problem sein. Stichwort Blutgerinnung, Stichwort Hämoglobinwerte etc. Suchen Sie sich da wirklich mal einen Spezialisten. Ja, als Frau muss man sowas wissen, ne? Ich wollte gerade sagen, Frau, Mann. Mhm. Frau, Mann. Auf jeden Fall. Suchen Sie sich wirklich einen Spezialisten, bitte. Nee, es ist echt so. Das wirft jetzt gerade ein bisschen aus der Bahn. Blutungsstellen immer bei liegenden Personen. Warum? Also außer es geht natürlich nicht im Liegen, aber warum? Tut ihr euch einfach leichter. Zum einen, wenn ihr das betroffene Körperteil nach oben haltet, sinkt in diesem Körperteil der Blutdruck, weil sich das Herz natürlich mehr anstrengen muss, um da hochzupumpen. Zum anderen ist es so, ihr könnt einfach besser handeln. Weil wenn ein Patient auf seinem Fuß draufsteht, könnt ihr den Fuß nicht drehen und heben. Und na, ist einfach schwierig. Gleiches gilt für den Arm. Wenn er sich am Arm abstützen muss, dann werdet ihr euch das schwer tun, einen Druckverband anzulegen. Seid auch bitte vorsichtig mit dem Druckverband. Ihr könnt mit einem Druckverband auch ganz schnell Gliedmaßen abdrücken. Das ist entsprechend kacke. Doch nicht. Ah. Hat wohl geholfen. Wir haben auch alle Glieder umgedrückt. Eine Wundauflage auf der Wunde. Will nichts verpassen. Und macht dann 2 bis 3 kreisförmige Bindegänge, um das Ganze einmal zu befestigen. Legt dann nochmal einen Druckpolster obendrauf. Und macht dann weitere Bindegänge drüber, die auch mit ein bisschen Nachdruck dann nochmal anzieht. Und macht dann anschließend einen sauberen Knoten rein und sollte das Ganze halten. Wenn es nicht hält, nochmal von vorne, okay? Wundauflage sollte steril sein, das wäre der Idealfall. Wenn ihr nichts zur Hand habt, manchmal ist halt was Suboptimales besser als wie gar nichts, ne? Ihr könnt bei der Ersten Hilfe grundsätzlich eigentlich in Anführungszeichen nichts verkehrt machen, all dieweil ihr ja eine Helferspflicht habt. Und wenn ihr euch wirklich absolut unsicher seid, ja, ihr habt im Erste-Hilfe-Kasten habt ihr normalerweise eine kleine Broschüre dabei. Die könnt ihr euch eigentlich angucken. Da steht immer das Nötigste drauf. Also die ist in jedem Erste-Hilfe-Set dabei. Steht immer das Nötigste drauf. Das ist so eine kleine Ausklappkarte. Steht sogar mit Bildchen. Mit Bildchen und kleinen Text, ne? Aber sollte eigentlich soweit klar sein, was da drauf steht. Was haben wir noch? Genau, stabile Seitenlage. Machen wir mal damit weiter. Wer kennt sich damit aus? Wie Hand gesagt, eben? Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Okay. Ich auch, aber kenne mich nicht mit aus. Wann macht man sie? Wer weiß es? Bei Bewusstlosigkeit. Atmung und Puls in Ordnung ist, um die Person entsprechend daran zu hindern, an zum Beispiel eigenem Erbrochenen oder so zu ersticken. Also immer dann, wenn ich die Person nicht mehr ansprechen kann. Sehr gut. Dann fahren Sie gerne fort. Wie macht man es? Also wenn ich die Person jetzt auf dem Boden liegen habe, winkle ich ein Bein nach oben hin an. Mhm. Dann greife ich hintenrum über den Arm und ziehe die Person über den angewinkelten Arm rüber, sodass sie dann quasi sich mit dem Bein stützt. Mhm. Aber der eine Arm muss auch noch angewinkelt sein. Ja. Genau. Und unter der Wange liegen. Richtig. Und was ist noch ganz wichtig? Kopf überstrecken. Richtig. Warum? Damit er quasi das Erbrochene, mögliche Erbrochene halt abfließen kann. Genau. Genau. Und warum noch? Damit die Atemwege nicht blockiert sind, zum Beispiel von der Zunge. Ja, jetzt wollte ich aber genug wissen, ne? die drei können wir einstellen, das sage ich dir. Ich wollte gerade sagen, also das war also zu 100% alles richtig soweit. Wenn ich jetzt noch das ABCDE-Schema runterrattern. Nee, das... das würde aber nicht so gut gehen, mein Bruder arbeitet bei Ihnen. Okay, wie heißt der denn, wenn wir fragen? Werner Svensson, oh. Ja. Okay. Durchgefallen. Was macht man, wenn der Patient nicht mehr ansprechbar ist und keine Atmung hat? Ja, die angesprochenen Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten. Aha.
Wie gehen denn die? Ja, das ist jetzt situativ, ob eine erwachsene Person oder eine jüngere, aber grundsätzlich kann man halt erstmal schauen, ob die Atemwege frei sind. Warte, wir gehen mal von erwachsenen Personen aus, weil okay. Wir hier im Staat einfach viel zu wenig Kinder haben. Das ist so richtig, okay. Also als allererstes prüfe ich natürlich, ob die Atemwege frei sind, ob irgendwas im Hals steckt, im Mund oder sonst irgendwas. Was machst du, wenn was im Hals oder im Mund steckt? Ja, ich hol's nach Möglichkeit raus, also kommt halt drauf an, was es ist. Wie bitte? Wie? Ja, das kommt drauf an, wie weit das im Mund drin ist. Okay, sagen wir mal hinten am im, fast schon im Rachen und ja. Wir nehmen mal ein kleines Stückchen. Kleines Stückchen? Ein kleines Stückchen. So ein kleiner Ast halt. Ein Mikroast. Warum hat er auf dem Ast rumgekaut? Er hat gedacht, er ist ein Biber. Kann ja sein, dass er ein Baum gefahren ist. Oder so. Ja, aber dann hängt der Ast wahrscheinlich quer, egal. Nein, den hat er einfach, der hat einfach, der ist hingefallen, er ist ein Stückchen Berg runtergerollt und hat den Ast quasi in den Mund bekommen und er ist einfach nach hinten gerutscht. So. Nichts Dramatisches. Ich ziehe mir Gummihandschuhe an und versuche es vorsichtig herauszuholen. Schlecht. Okay, dann nicht. Schlecht. Ja, deswegen werde ich kein Mediziner. Es geht nämlich darum, sollte der Patient aus welchem Grund auch immer anfangen zu verkrampfen, beißt ihr euch eiskalt die Finger ab. Ja, deswegen blockiere ich halt das Beißen. Ne? Ja, aber die meisten denken da nicht dran. Genau. Ja. Also, du würdest halt irgendwas nehmen, was definitiv dicker wie deine Finger ist und würdest somit verhindern, dass dir in die Finger gebissen wird. Richtig. Und dann auch mit dem Rausziehen ist halt ein bisschen schwierig. Wenn es ein kleines Ästchen ist, würde ich es wahrscheinlich zerbrechen. Ist ja auch egal. Es geht einfach nur darum, dass ihr eure Finger nicht in den Patientenmund reinsteckt oder in sonstige Körperöffnungen. Das ist einfach immer doof. Okay? Ja, aber bevor er erstickt, ist halt immer so eine Sache. Ne? Richtig. Ist ja zum Beispiel, aber wie kriege ich denn das Zeug dann raus, wenn ich nicht reinpacken darf? Passen Sie auf. Zange, Rohrzange, ein Ast, den ihr am Straßenrand gefunden habt, seid kreativ. Aber nicht die bitte Finger. Nicht die eigenen Finger. Genau. Was ist, wenn ich fremde Finger nehme? Seine eigenen. Ja, wenn da noch welche rumliegen. Ja, ihr könnt aber von ihm selber könnt ja die Finger benutzen. Ja, okay, so bei den Bewusstlosen so die Finger nehmen, die sind ja dann so schwabbelig. Und, ja, aber ich sag mal, wenn du wirklich absolut nichts hast, ist das die beste Möglichkeit. Nimmst du seine Finger wie Sushi-Stäbchen? Ja, die Finger ab. Ja, aber dann lässt er sofort wieder aus. Dann Tatsächlich, wenn das nicht seine eigenen Finger sind, zieht der durch, beißt er in die eigenen Finger, genau hat der Körper den Reflex, dass er aufhört zu beißen. Genau. Genau so ist es. Ja, aber deinen Finger kannst du dir ja abbeißen wie eine Karotte. Ja, aber den eigenen machst du nicht, dafür hast du einen Reflex. Ja gut, aber wenn der, bewusstlos ist und dann verkrampft, ne, dann macht er das ja nicht bewusst meistens. Und ist dann vielleicht nicht da, ne? Dann kann ja so trotzdem sein, dass er sich einen Finger abbeißt. Aber ganz ehrlich, dann ist es immer noch sein Problem. Ich dachte, wir wollen hier erste Hilfe machen. Entweder erstickst du oder du hast einen Finger weniger. Was ist dir lieber? Genau das ist es. Finger mal, egal. Okay, wir haben jetzt den Ast rausgeholt. So, wie geht's jetzt weiter? Er atmet immer noch nicht. Puls hat er oder keinen? Also hätte ich jetzt dann. Na, Puls wird immer schwächer und hört auf. Wie soll er denn Puls dann Puls haben? Du kannst durchaus Puls haben und trotzdem funktioniert deine Atmung nicht. Das ist richtig. Und es geht auch umgekehrt. Ja, aber nicht lange. Ja, gut, das ist jetzt dahingestellt, aber es funktioniert beides. Das heißt also, entweder du hast eine Atmung, aber keinen Puls. Also Puls hast du so lange, wie dein Herz schlägt. Unabhängig genau so davon, ist ob es. Deine Lunge funktioniert oder nicht. Ja. Ja, tatsächlich Beatmung. Hals überstrecken und genau. Küsschen. Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, mein letzter Stand war Mund zu Nase eigentlich, wenn die Nase frei ist. Ja, das kann man auch geben. Mittlerweile wieder Mund zu Mund ist, weiß ich nicht. Nein, das war richtig. Wie gesagt, im Idealfall Mund zu Nase, aber Mund zu Mund geht halt auch. Ja. Dann beatmen. Beim Erwachsenen nicht mit Drücken an. Beim Kind ist da eigentlich fünfmal pusten zuerst. Oder nee, dreimal. Er hatte ja noch Puls. Wird ja nur schwächer. Also dann in dem Fall beatmen und dann sollte das Herz dann zum Stillstand geraten und der Puls weggehen. Herzrhythmusmassage. Das musst du sowieso machen. Night Fever.
Genau. Stay alive. Mache ich keine Herzrhythmusmassage. Ja, das ist ja wir sagten ja, der Puls wird immer und immer schwächer und hört dann auf. Dann ja. Na, dann machen wir mal Stay in Weil Life. Sonst Stay in Life. Ich Herzrhythmusstörung. Richtig. So, wo machen wir denn die Herzdruckmassage? Zwei Fingerbreit unterm Brustbein. Links. Gut, die meisten werden nicht wissen, wo das Brustbein ist. In der Mitte. Okay. Nein, das ist wirklich so. Also wir haben auch schon hier im Kurs gehabt, die wussten das gar nicht. Richtig. Okay, das ist das Ende von deinen Rippen. Ja. Nein, also ganz klar, es gibt da eine wunderbare Position. Die Frauen würden es nicht lieben, aber es ist nun mal leider so. Richtig, Flynn? Hm. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ja, gut. Gut, du kriegst zwar, es nicht mit, wenn du bewusstlos bist, ob dir da einer zwischen Titten rumspielt oder nicht. Was sagen Sie dessen? Ich hatte das letzte Mal eine auf dem OP-Tisch, die hat sehr wohl ziemlich viel mitbekommen, obwohl dass wir sie weggerichtet haben. Sicher? Oder war es einfach nur kalt? Für uns nicht, oder? Hm? Für uns nicht. Nee, natürlich. Nee. Nein. Was habt ihr? Egal. Wenig egal. Wissen, was bei euch im OP abläuft. Och, wir haben da über Personen gesprochen. Also gut. Nein, also, um es wirklich ganz einfach zu sagen, Mitte Brustkorb und zwar auf Höhe der Brustwarzen. Und ja, wenn die eine normale Oberweite haben, okay? Ich wollte gerade sagen, bei der einen oder anderen wüsste sonst eine Hüfte. Ich wusste, dass das wieder kam. Das kommt. Aber das kommt auch immer nur von einem Mann. Ja, ja. Ist wirklich unfair. Es ist aber leider nun mal so. Aber eigentlich, wenn die Frau auf dem Rücken liegt, sollte das eigentlich von der Schwerkraft so gehalten werden. Ja, wollte gerade sagen. Theoretisch. Push-up. Ja, gut, bei Push-up ist auch scheiße. Deswegen musst du ja sowieso alles aufreißen vorher, bevor du anfängst mit dem Scheiß. Das war nämlich gerade unsere nächste Frage. Richtig, Flynn? BH richtig. Aus oder abschneiden, eher gesagt. Ja, öffnen reicht, oder? Ja, gut. Dann kannst du ihn runterziehen. Greifen, ne, du kannst doch einfach die Träger runterziehen. Schneiden ist am besten. Einfach durchschneiden. Einfach durch, so ein Ding kostet nicht viel. Kannst dir danach einen neuen BH kaufen. Vielleicht ist er ganz nett, aber dann... Aber ich glaube, die Dinger gehen sowieso mittlerweile alle vorne auf. Nee. Nee. Das ist einfach eine Seltenheit. Echt? Also ja. Klar, die wenigsten gehen vorne auf. Ah, hallo, das ist total scheiße. Ich habe da nicht so die große Ahnung von. Hallo? Ja. Louis, das war damals mal so. Gut, die du kennst sind ja alle noch aus Feinripp. Mal ernsthaft, fahr mal weiter. Also, auf Höhe der Nippel ziemlich mittig im Brustkorb. 4 bis 5 cm tief eindrücken. Und wenn Knack macht, ne, ist nicht schlimm. Macht nichts. Richtig, es wird in der Regel Knack machen. Ist halt so, aber lieber Knack als wie tot. So. Genau. Ja, aber ich denke mir dann immer, wenn Knack macht, dann drücke ich dem die Rippe ins Herz und dann oder in die Lunge und dann ist eh vorbei. Nö. Nein, die bricht an einer ganz anderen Stelle, wie du genau. Denkst. Also bei uns in Medizinern heißt es definitiv, hast du nicht mindestens 1 bis 2 Rippen gebrochen, hast du dich vernünftig wiederbelebt. Ja. Genau. Das ist leider nun mal so, ist zwar makaber, aber ich habe lieber zwei gebrochene Rippen, als dann irgendwo tot in der Ecke zu liegen. Ja. Ne? Allgemein ist nun mal ganz klar. Drückt er ungefähr 30 Mal, plus minus 5. Und anschließend macht er 2-mal eine Beatmung, wenn er den Atem braucht. Ne? Kommt halt immer ganz daran, ist auch situationsbedingt. Das mit dem Songs haben wir auch schon angesprochen. Highway to Hell, Staying Alive, Happy Birthday, Atemlos durch die Nacht, sucht euch was aus. Funktioniert alles. Ich finde Atemlos durch die Nacht immer noch am makabersten. Ja. grundsätzlich ist es so, alles was so um die 120 BPM hat, ist da ganz in Ordnung. Ja, das weiß ich auch auswendig. Was haben wir noch? Wir müssen noch 2 Themen ansprechen. Welche? Und zwar das mit dem Strom. Die Stromfrage. Das kommt leider in den Fragen vor, deswegen die zwei Themen sind das. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich würde die Fragen einfach überspringen. Und dann. Du meinst, ja, wenn dann, jetzt jemand dann Strom hängt, dann müssen wir auf jeden Fall die Sache machen. Mit dem Stuhl wegtreten. Auch den würde ich weglassen, weil die wenigsten wissen, was das ist. Ich weiß es, ich weiß es. Ja? Ja. Erzähl uns mal. Wenn jemand am Ersticken ist, also so ein Atemnot bekommt, stellt man sich hinter den... lass mich doch erklären, So, man stellt sich dahinter, geht etwas in die Knie, dass der andere halt auch etwas runtergeht. Man ballt eine Hand zur Faust, die andere da drüber und dann drückt man unter die Brust quasi dagegen so.
Und zieht nach oben. Und zieht nach oben, genau. Aber da kommt vorher kommt noch was anderes. Was noch? Bevor ihr fünf das mal macht, klopfen. Muss irgendwas anders sein. Und zwar fünfmal klopfen, wie der Kollege schon sagte. Und zwar hinten zwischen die Schulterblättern. Kollegin, habe ich schon gesagt. Nein, der gesagt. Kollege. Kollege. Echt? Ach, mein Gott, habe ich schon wieder Hallo. Ja, das ist mein zweites Ich. Das ist manchmal ein bisschen assi. Folgendes. Ach, Schulterklopfen so. Genau, zwischen die Schulterblätter auf jeden Fall klopfen. Wie müsst ihr das denn machen? Leicht, mittel oder kräftig? So dolle wie geht. So dolle wie geht, also ja. Mittel, würde ich sagen. Ich so mittelträchtig. So dolle wie geht, hau raus. Sonst bringt dir das nichts. Ich habe das am eigenen Leib miterlebt. War nicht schön. Also das Drücken, da gebe ich dir ja noch recht, ne? Aber das Schlagen mit Sicherheit nicht. Ja, das ist praktisch Klopfen hinten auf der zwischen die Schulterblätter. Ja. Weil wenn ich da so kräftig mache wie möglich. Nein, nicht kräftig. Nicht kräftig, so kräftig wie möglich, sondern so kräftig wie nötig. Ja, also mit. Ja, genau, also du sollst schon kräftig machen, aber trotzdem nicht direkt schon hinten das Rückgrat zerbrechen, ja, damit er direkt Querschnitt gelähmt ist. Dann bringt der Rest auch nichts mehr. Wie du schon sagtest, dann den Heimlichgriff, ja. Hast du auch sehr gut erklärt, das ist wirklich so. Was ist denn danach? Was müsst ihr denn danach machen? Ihn nach vorn überbeugen, damit es vielleicht nicht? Wenn ihr zum Beispiel das erfolgreich gemacht habt mit dem Heimlichgriff und der Gegenstand, ich nenne es mal Gegenstand, okay? Ja. Ist jetzt aus dem Mund rausgekommen oder er kann auch wieder so ein bisschen atmen. Was müsst ihr als Allerwichtigstes danach noch machen? Atmen? Nee, der atmet ja. Er atmet ja. Weiß ich nicht. Ja, er hat es ja ausgehustet. Also, ihr wisst nicht, ob dieser Gegenstand in der Speiseröhre, Luftröhre, je nachdem, wo er dann da halt drin war, was er beschädigt hat. Ja? Ja. Es kann zum Beispiel sein, dass er zum Beispiel innere Blutung hat. Da müsst ihr definitiv entweder in den Notdienst rufen oder ihr müsst ihn sofort ins Krankenhaus bringen. Ah, okay. Ganz wichtig, okay? Okay, wir haben ja jetzt die ganzen wunderbaren Sachen auch von Flynn gehört, meiner Kollegin. So, Ich habe es diesmal richtig gesagt. Aber bei der ganzen Chose, was ist das Wichtigste für euch, wenn ihr am Unfallort seid? Was müsst ihr als erstes, oder besser gesagt, was ist das Wichtigste für euch selber? Eigenschutz. Gut, also die sind intelligenter wie die anderen. Achso, klar. Ja. Aber dann Keks. Nein, das ist nicht böse gemeint, aber ganz wichtig, man kann es nicht oft genug schreiben. Eigenschutz. Ja, wie die Kollegin sagte, wenn ich überfahren, kann ich auch nicht mehr helfen. Genau so ist es. Das Problem ist auch an der Sache, zum Beispiel, wenn wir mit dem RTW ankommen, ja, springt nicht auf den RTW drauf zu, glaubt mir, so schnell können wir nicht bremsen. Dann nehmen wir euch Volley und dann wartet das auch für euch. Ja, also bitte immer erst warten, bis wir stehen. Und dann kommt zu uns. Ne? Gut. Au, warte mal. Haben wir noch was Wichtiges? Ja. Es ist weg. Es ist weg. Also doch was nicht wichtig. Eigentlich schon, aber egal. Eine Sache. Nee, das kommt als Frage. Eine Sache noch. Wenn ihr, oder besser gesagt, zwei kleine Sachen noch, dann haben wir das auf jeden Fall durch. Messer in der Hand. Ihr habt da durchgestochen im Handrücken. Ach, genau. Stecken lassen. Ja, lass es stecken, so. Weil. Ne, macht, lass mal stecken. Oder? Lass mal stecken. Ja, gut, macht okay, mehr, lass mal stecken. Macht mehr kaputt und stoppt eventuell die Blutung. Ja, gut, okay. Lass mal nur stecken oder was machen wir noch dabei? Ja, noch stabilisieren mit oben, unten, rechts und links. Ja, hier so Wundverband. Verband und so weiter, genau. Trotzdem drum natürlich. Okay, wenn ihr Mullbinden zum Beispiel habt, links und rechts vom Messer einfach dran und dann verbinden. Ganz einfach. Dann hätte ich noch eine kleine Sache, weil das kommt leider in der Prüfung vor, deswegen ich muss es ein bisschen ansprechen, weil dann sagt ihr, der hat mir das aber nicht. Ne? Das ist natürlich dumm gelaufen. Okay, folgendes. Motorradunfall. Der Mann ist komplett beim Bewusstsein, aber sein linker Arm ist an einer ganz anderen Stelle wie er selber. Ja? Ja? Auch erstmal liegen lassen. Das ist ein Amputat. Oh. Ein Stumm. Was tut ihr von den beiden als erstes verarzten oder versorgen, nenne ich es jetzt mal? Das längere Teil, also den ganzen Körper. Dadurch, dass es relativ schnell geht, kann ich den Arm eigentlich relativ schnell beiseite legen. Ja.
Nein, also folgendes, ganz wichtig, erst den Stumpf. Das heißt, erst am Körper das abbinden, dass es nicht weiter blutet. Ja? Gucken, mit dem Gürtel abklemmen, keine Ahnung, irgendwas, was ihr gerade da habt. Okay? Und dann erst das Amputat. Wie müsst ihr das denn eigentlich dann lagern? Ja, es weit verbreitet. Sich auf die Schulter nehmen und damit Weit verbreitet, dass man das auf Eis legt, das ist aber falsch. Man sollte das einfach nur kühl lagern und am besten nach Möglichkeit steril. Wie gesagt, wenn es möglich ist. Ne? Manchmal hat man leider nicht die Möglichkeit dazu. Also, das ist genau richtig. Okay. War da noch irgendwie eine Frage, die wir noch eben kurz besprechen müssen? Wir haben das mit den Amputat haben wir gemacht. Ach so, Schocklage. Füße hoch, Oberkörper runter. Ja, habe ich nicht angesprochen, aber okay. Das weiß eigentlich. Das habe ich schon mitbekommen, das weiß jeder. Das hat er mir jetzt bewiesen, das wissen wir auch. Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir soweit alles durch. Ja, dann nimmt die Kollegin 3 und ich nehme 3 zur Prüfung. Und zwar kommt ihr einzeln zu uns, gibt uns eure Lizenzkarte, zeigt euch nochmal. Bezahlt haben sie alle, oder? Genau, bezahlt ist alles. Okay. Zeigt dem Kollegen und Kollegin und mir dann halt den Ausweis, damit wir euch zuordnen können. Dann machen wir dann eben die Prüfung. Wenn derjenige fertig ist, holt ihr dann praktisch den nächsten ran. Okay? Mhm. Okay. Alles klar. Das sind so circa 15 Fragen. Aber ich sag mal so, Flynn, wir haben noch nie einen durchfallen lassen, oder? Nö, die letzten, die waren eigentlich auch ganz chillig. Ja, die waren richtig chillig und haben das eigentlich auch verdammt gut gemacht. Ja. Gut, Flynn, willst du hier bleiben oder willst du nebenan? Ich bleib hier. Du bleibst hier, okay, dann gehe ich rüber und wer dann mitkommen möchte, schon mal der Erste, der kann mitnehmen. Ja, komm ich mit. Ich auch. Ich auch. Ui! Ja, dann sind wir wieder übrig. Wer hat man nicht mehr wieder mal? So, okay. Ah, du musst da hinten warten. Na, ich wollte spicken. Ich wollte gerade sagen, ich wollte schon mal zuhören. Wollte schon mal spicken. Wofür sind die da zum Drehen, Dinger da? Das was? Sind die eigentlich nur aus der Werkstatt, oder wenn man jemanden nachbrechen will? Witzig, glaube ich. Ich weiß. Ach, die Schraubzwingen meinst du? Genau, das kann doch nicht hoch. Ach, guck mal, hier sind so schöne Röntgenbilder. Da, guck mal, da. Auf dem Tisch? Na, da, auf dem Tisch. Ich glaube, da ist ein Kopf bei. Brust, Arme, Hände. Schön. Ja. Leider keine Glühbirne im Arsch. Ping! Da hat jemand eine Idee. Ja, EKG ist auch ganz, ganz stabil. Schöne Sinuskurve. Ja, da ist jemand sehr entspannt. Ach ja, das ist ja total geschillt. Also, no. Ich habe mich heute schon mal über den Dings informiert, über den Bootsführerschein. Okay. Der ist auch komplett entspannt. Ja, ja. Ich habe ja da Connections. Man will ja auch mit mir den Heli-Führerschein machen. Hm. Nein, nein. Den brauche ich nicht. Ich auch nicht. Ich gehöre nicht in die Luft. Wenn der Fahrlehrer sterben will, okay. Aber sonst. Ich gehöre nicht in die Luft. Er fliegt gerne mit, aber ne, ich kann das nicht. Nee, ich fliege nicht gern. Also ich habe Höhenangst. Das ist, wenn ich es mal schaffe, dann ist das ein Glückstreffer, ne? Dann schaffe ich das gerade so, so dick zu landen, aber. Ne, vergiss es. Ich werde auch Quack der Bruchpilot genannt. Ich habe es zwar noch nie probiert, aber nein, ich will es auch nicht probieren. So, was labern die da jetzt so lange? Ja, auf den Fragen abfragen. Das geht man muss ja reden und so. Ganz einfach, knackig, rausgehauen, fertig. Naja, so einfach. Ja, und außerdem, weißt du, ist ein alter Mann da vorne. Genau. Ach so, deswegen muss man langsam reden.
Ja. Laut und deutlich. Ich habe sie verstanden. Der ist doppelt so alt wie ich. Alter Schwede. Könnte mein Vater sein. So. Ach, doppelt so alt meinst du? Ich meine, ja. Der ist so alt wie du. Ja, ich bin halb so alt. Ja, ich habe es eben falsch verstanden. Ich habe nur verstanden, der ist so alt wie ich und nicht, der ist doppelt so alt wie ich. Der könnte mein Vater sein. Ja. Nenn mich, darf ich dich Teddy nennen? Oh Gott, nein. Machst du gleich dann nochmal nervös. Mhm. Macht Spaß. Mhm. Darf das. Ja. Hat dir Toni erzählt, dass er zu dem Fahrschullehrer gegangen ist, mit dem ich schreibe und gesagt hat, ich würde voll auf ihn stehen? Ehrlich? Ja. Nee, hat er nicht. Ja. Ja, er versucht sich wohl als Wingman. Ja. Oh, Geld. Oh, Geld. Schon wieder fast den Erste-Hilfe-Schein wieder drinne. Sehr gut. Yay. Wir werden nächste Woche befördert, oder? Ja. Nein. Also, nee, diese. Also, ja, Ende dieser Woche. Ende dieser Woche, ja. Wenn wir gut sind. Natürlich. Ja, wir sind super. Wir sind die Besten. Ich wollte doch noch ein paar Leute auf Limo ansprechen. Da war ja was. Braucht jemand eine Limo? Ja, hier eine Cola. Nee, eine Limousine. Ich wollte das immer so in Gespräche einwickeln, so von wegen, na, wie geht's Ihnen? Haben Sie eine Freundin oder so? Oder wollen Sie mal jemanden beeindrucken? Oder wollen Sie mal mit Arbeitskollegen einen drauf machen? Holen Sie sich doch eine Limo. Ja, also wenn. Weiß nicht, die Leute haben das ja auch gar nicht so auf dem Schirm. Glaube ich aber auch. Müssen mehr Werbung machen. Müssen wirklich mal als so Kolonne fahren. Ja, wir hatten ja auch schon mal einen Abend, wo wir halt normale Fahrten mit der Limo gemacht haben. Das war auch ganz lustig. Auch eine geile Idee. Ja, da hatte ich nämlich auch meinen grau gemusterten Anzug an und irgendwie ist der weg. Ich habe jetzt nur wieder die Anzugjacke kaufen können, aber die Hose nicht mehr und das kotzt mich an. Oh, das ist schlecht. Ich hatte so einen hübschen grau gemusterten Anzug. Den hatte ich den einen Abend auch an, aber ich weiß nicht, wo er ist, weil eigentlich habe ich ja meine ganzen Klamotten von Specki wieder in meine Rucksäcke gestopft. Weg. Ob ich irgendwo ein Auto gemacht habe oder ein Taxi, oder wäre ja vielleicht irgendwie aufgefallen. Oder? Ja, nee, also hätte ich es auch nicht gestopft. Also mir wäre es aufgefallen spätestens heute, als ich die ganzen Autos kontrolliert habe. Ja, also da bist du echt fleißig, da war ich beeindruckt. In mein Taxi eintragen wollte und dachte, oh, ist ja schon. Tja, ja, ich war heute früh schon fleißig. Ja. Mhm. Ich wusste nicht, ob ich das heute schaffe. Deswegen bin ich nochmal früh aufgestanden. Sehr gut. Ja, ja. Bin ja mal gespannt, wann Sven mal wieder in Dienst kommt, weil ich glaube, der wird gefeuert. Ja, Toni hatte irgendwas auch schon mal sowas erwähnt. Letzte Woche schon. Ja, hast du mitgekriegt, was er gemacht hat? So ein bisschen. War ja mit ihm morgens unterwegs, also wir waren zusammen im Dienst und er ist dann einfach mitgefahren, weil ihm halt auch langweilig war, er war ja Leitstelle. Ja. Dann hat man einen Kunden, der war erstens schon so ganz schön drauf, ne, der wollte, als dass ich irgendeinem unschuldigen Passanten hinterherfahre die ganze Zeit und die haben den voll verarscht und haben als gesagt, ja, fahr dahin, dass wir auch dahin fahren können, ne, weil ich ja nur dem Kerl folgen durfte. Was? Ja, und dann hatte ich halt irgendwann keinen Bock mehr, als wir oben beim SD waren, also bei dem Autohändler da, und habe ich gesagt, hier Sven, fahr du mal bitte runter, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich bin da schon gefühlt 20 Kilometer gefahren, dieses Dumme von wegen, ja, folgt dem mal. Ja, und dann ist Sven halt runtergefahren und meinte dann auf dem, das ist ein Highway, ja, auf die Gegenfahrbahn zu fahren, ne, und zweimal ist er dann im Gegenverkehr gefahren. Oh, der Kunde ich hatte das Gefühl, der Kunde fand es lustig, aber er hat sich anscheinend bei Bella beschwert. Deswegen. Nee, ich wurde ja auch gefragt, ob ich irgendwie jemanden mal mitgenommen habe. Ich habe nie jemanden mitgenommen. Also außer jetzt mal Toni oder so. Ne? Mhm. Aber Alter, sowas?
Das ist heftig. Und als er das gemacht hat, war er auch so total erschrocken und meinte so, Alter, ich erzähle das Bella, ne? Aber das war so früh am Morgen, ne? Als habe ich mich danach auch nochmal schlafen gelegt, ein paar Stunden. Und dann, als abends war, habe ich da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und dann irgendwie eine Woche später oder so hat mich Askel nochmal drauf angesprochen. Ich so, ja, stimmt, da war ja was. Ich habe Sven auch sowieso lange nicht mehr gesehen. Das muss ich gerade überlegen. Ja, tatsächlich. Das ist letzte Woche? Nee. Das war letzte Woche, als Toni und Askel uns gefragt haben. Letzten Dienstag. Nee, Quatsch, Mittwoch war das. Montag habe ich mir freigenommen. Dienstag hatte ich die Leitstelle den ganzen Tag. Mhm. Und dann Mittwoch bin ich wieder gefahren. Und dann wurde ich abends gefragt. So war das. Ja. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Wir waren eben das jetzt halt immer komisch drauf. Ja, Toni meinte irgendwie, der fühlte sich gemobbt. Okay. Ich wüsste der jetzt war nicht ganz von komisch, wem. Ne? Der sagt dann so zu mir, ich hab schlechte Laune. Ich so, ich finde das doof, dass du schlechte Laune hast, weil eigentlich fand ich den ganz nett und so. Ja. Und ja, dann, wenn ich dann schlechte Laune hatte, meinte er dann plötzlich, ich hab gute Laune jetzt. Was ist das? Was ist mit ihm? Ja, aber ich sag dir, wenn er keinen Bock mehr hat, dann muss er doch einfach nur den Schnabel aufmachen. Ja. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wann er das letzte Mal im Dienst war. Es muss aber noch letzte Woche gewesen sein. Das muss ich gerade überlegen. Uff. War der nicht noch Mittwoch im Dienst gewesen? Und danach habe ich ihn, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Nicht irgendwie. Sieht man das im Dienst? Man sieht ja nicht, wann die... Nee. Ja, man sieht es ein bisschen an der Ü-Hilfe, aber ja. Ja. Ja, ich gehe mal hin. Ja, viel Spaß. Wie, da warte jetzt. Nein! Ja! So. Mal auf mein Handy geguckt. 11 Anrufe in Abwesenheit. So wichtig bin ich doch gar nicht. Anscheinend ja heute schon. Das besser mal weg. So. Ja. Okay, jetzt bin ich mit dir dran. Das gibt was. Nein, Scherz, alles gut. So, also wir machen das Ganze unbürokratisch, einfach locker, fluffig von der Schulter. Gut ist. Du warst die Ilva Svensson, ne? Genau. Aber sag Werner nichts. Okay. Keine Sorge. Also folgendes, es sind so circa 10 bis 15 Fragen. Mhm. Ja. Mhm. Manche Fragen werde ich dir als richtig werten, auch wenn du die falsch beantwortest, weil, ich sag dir auch warum, weil wir haben leider den Fragekatalog noch nicht ganz vernünftig durchgeackert, weil da sind noch ein paar Fehler drin. Ja. Und manche Fragen sind halt ein bisschen irreführend, deswegen gebe ich die direkt als richtig. Okay. Ich muss es leider im Moment so machen, ist aber auch gut für euch. Ja, jo, das stimmt. Okay. Ja. So, sollen wir anfangen? Mhm. Dann atmen wir mal durch, trink irgendwas und dann machen wir es. Jo. Einverstanden? Bin bereit. Gut, okay. Also ist nicht so schwer, glaube ich mir. Mhm. So, was sollte bei einer Amputation als erstes versorgt werden? Der Stumpf oder das abgetrennte Körperteil? Na, der Stumpf. Wie sollte ein Amputat, abgetrenntes Gliedmaß, also nicht das andere, ne? Ja, ja. Verpackt werden? Am besten, so habe ich es gelernt, in zwei Tüten, also das Amputat in eine Tüte und diese Tüte dann in die zweite und in diesem Luftteil sollte etwas kühles Wasser oder irgendwas drin sein, dass das halt... ja, kühl bleibt, um die Blutung irgendwie zu reduzieren oder so. Genau, aber du darfst das, wie gesagt, nicht zu viel machen, weil dann haben wir Gefrierbrand. Richtig. Bei Rollladen hast du ja, wenn du da zu viel Gefrierbrand hast, hast du so komische Flecke. Genauso ist das halt bei dem Amputat. Genau. Vollkommen richtig. So, welche Kleidungsteil sollte bei der Herzdruckmassage entfernt werden? Ja gut, bei Jenny wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, also erstmal das Oberteil, also entweder T-Shirt, Pullover, irgendwie sowas. Und bei der Frau dann halt zusätzlich dann auch noch der BH. Genau, wegen dem Bügel dazwischen, weil das ist genau. Ein Druckpunkt und das ist nicht so gut. Mhm.
So, perfekt, supi. Worauf sollte trotz der Durchführung der ersten Hilfe besonders geachtet werden? Was dir jeder Mediziner beten wird. Eigenschutz. Perfekt. Super. Was sollten Sie als erstes tun, wenn Sie Zeuge werden, dass jemand verprügelt wird? Den Notdienst genau. Einschalten oder PD. Halt, ne? Oder PD. Na, also genau. Also entweder sofort PD oder erst den Notdienst, je nachdem. Genau. Also ich sag mal im Grunde genommen als erstes erstmal den PD. Ja. Mhm. So, weil je nachdem wie es ist, da gilt wieder Eigenschutz. Genau. Wenn das PD da ist, kann die werden auch den Notdienst anrufen. Ja. Ja, oder wenn du auch siehst, dass der wirklich verletzt ist, dann rufst du erst das PD und direkt danach den Notdienst an. Mhm. Oder du sagst ja immer zu, ihr müsst kommen, ich brauche aber definitiv auch Notdienst, dann werden die uns sich bei uns melden. Ja, genau. Okay, perfekt, supi. Wie setzt du einen Notruf ab? Erreichst du die Leitstelle? In einem besten Falle erreiche ich sie ja, durch die ja. Notrufnummer. 112. Genau. Also einfach Handy, Kontakte, Service, Anruf bei der genau. SMC oder wie du schon so wunderbar sagtest, die 912. Perfekt. Mhm. Was ist die Besonderheit eines Druckverbands? Sie bindet die, also oder sie verhindert das weitere oder das Verbluten des Betroffenen, wenn jetzt eine Arterie zum Beispiel betroffen ist, wo perfekt. Viel Blut durchfließt. Genau. Ja, wenn er zum Beispiel am Arm ist wenn du keine anderen Sachen dabei hast und du hast sogar einen zweiten Mann dabei oder Frau, je nachdem, dann kannst du praktisch auch den Arm hochhalten und dann dementsprechend ein bisschen abdrücken, ja. Aber nicht zu fest, sonst stirbt er ab. Genau. Aber wenn der Arm hochtust, das ist schon viel wert. Ja? Mhm. Gut. War richtig. Was sollte dem Rettungsdienstpersonal bei der Übergabe erzählt werden? Die 5W-Fragen. Nein. Was man schon gemacht hat. Genau, an dem, perfekt. Also erste, was man so an Erste Hilfe gemacht hat. Genau. Kannst du mir noch eine Sache sagen? Noch eine Sache? Ja, was man so, ob man jetzt ihn wiederbeleben musste oder ob man jetzt einen Verband schon angelegt hat, stabile genau, Seitenlage und so weiter. Genau. Perfekt. So, was sollte bei einer großflächigen Verbrennung nicht gemacht werden? Ja, das ist das, was ich ja meinte mit den Verbrennungen. Okay, das könnte ich aber so ein bisschen, also bei großflächigen würde ich erstmal die Sachen drauf liegen lassen, weil es kann immer sein, dass die Haut mit abgeht. Und dann wird's genau. dann wird's schlimmer. Okay, also auch definitiv keine Kühlsalbe und Verbrennungsgel, Schwachsinn. Mhm. Geht nicht. Gar nicht. Nee, bei sowas Großem dann nicht mehr. Genau. Das kannst du höchstens machen, wenn du so kleine Brandflächen hast. Genau. Ja? Gut, okay. Wo sollte man beim Verschlucken hinschlagen und wie sollten dies sein? Mit dem Heimlich-Handgriff oder Heimlich-Griff und dann unterhalb des Brustbeins, also in der Mitte des Brustbeines. Ja, das ist ja der Heimlich-Griff. Du machst ja noch eine Sache davor. Und auf die Schulter klopfen. Und auf die Schulter, ja. Genau, so kräftig wie möglich, so Schmerz. Los wie nötig. Ja, eigentlich so kräftig wie nötig. Ja. Das heißt also, nicht direkt das Rückgrat so durchhämmern, genau. dass du direkt vorne in der Brust siehst, wie viele Rippen du drin hast. Na, also. Machen wir gleich einen Blutadler. Auch wenn er gern sadistisch ist und auch gern gemocht wird von manchen, aber kommt nicht gut. Mhm. Na? So, welche Hilfsmittel können für den korrekten Durchführung, Moment. Welche Hilfsmittel können für die korrekte Durchführung der Schocklagerung genutzt werden? Kissen, Hocker, Stuhl, ja, alles, was ja, alles, was möglich ist, damit perfekt. Damit die Beine hochliegen. Ja, genau. Die Beine, das war das Wichtigste. Die Beine müssen halt hochliegen, ne? Genau. Wann kannst du den Unfallort verlassen? Ja, sofern die Erstversorgung durchgeführt ist und die Mediziner den Betroffenen entweder schon in den RTW gebracht haben oder die mir das sagen, dass ich den Ort genau. verlassen darf. Also in erster Linie werden die dann wahrscheinlich dann zu euch kommen und sagen, hör mal zu, wir brauchen euch nicht mehr, es ist alles soweit in Ordnung, ihr könnt dann fahren. Mhm.
Es gibt aber auch Kollegen, die das dann halt vergessen und einfach einpacken und wegfahren. Also in dem Moment, wo ihr halt wegfährt, dann habt ihr praktisch alles soweit richtig gemacht. Ne? Ihr müsst nun mal noch eins sehen, egal wie ihr macht oder was, es ist immer richtig, ihr habt geholfen und das ist das Wichtigste. Okay? Mhm. Und wenn ihr einfach nur dabei sitzt, scheißegal. Mhm. So, wie sollte eine größere Blutung am Arm, Bein oder Amputation versorgt werden? Durch wieder mit dem Arm. Na, durch einen Druckverband. Genau. Wenn man jetzt aber keine Binden hat, also keine Mullbinden oder so weiter, Gürtel oder irgendwas, was möglich ist, um das abzuschnüren. Ja, nicht naja, also nicht abschnüren, nein, aber genau. Halt abzubinden. Genau, abzubinden. Ne, beim Arm kannst du hochhalten, aufpressen. Beim Bein kannst du übrigens dasselbe auch machen, ne? Mhm. Hochhalten, auf deine Schulter legen und dann unten an der Hauptschlagvene dann eben abdrücken, aber nicht so sehr abdrücken, ja. Nur halt, dass es halt nicht mehr blutet. Ne? Mhm. Womit wird das Blut angereichert? Vielleicht weißt du das ja. Mit Sauerstoff? Mein Gott. Du arbeitest beim Taxi. Ja. Ich glaube, ich muss mal mit deinem Bruder reden. Okay, wie sollte eine Unfallstelle gesichert werden? Also wenn ich mit einem Auto ankommen würde, dann würde ich mein Auto querstellen, also leicht schräg. Und in 100 Metern Entfernung ein Warndreieck aufstellen, damit damit die Autos oder vorbeifahrenden Autos auch schon mal Bescheid wissen, dass sie vorsichtig fahren müssen. Ja, du hast es genau richtig gesagt, Eigenschutz. Mhm. Na? Genau, mit dem Auto, das ist Eigenschutz. So, dann gib mir mal einmal deine Lizenzkarte. Natürlich. Dann kontrolliere ich dir vielmals. Ja, die musst du mir geben. Zeigen. Ach so, ach ja, stimmt ja. Ah, alles gut. So, hier. Perfekt. So. Ah. Au! Aua! Ich hab verklickt, es tut mir leid. Ja. Ich werde dir helfen. Es tut mir leid. Kriege ich noch ein Benjamin-Blümchen-Pflaster? Ja, auch zwei. Oh, schön, super. Danke. Es tut mir alles leid. Okay. So, vorsichtig. So, okay. Ich habe dir den jetzt ausgestellt. Mhm. Ich gratuliere dir vielmals fürs Stillhalten. Danke. Du hast gleich eine Selfie bekommen. Danke. Ja, sehr. Gut, okay. Gut, dann gratuliere ich dir auf jeden Fall vielmals. Dankeschön. Dann kannst du die Jenny verschicken. Oh Gott, jetzt habe ich... Oh, alles gut. Das glaube ich auch. Okay. Boah, Alter. Was geht? Pass bloß auf. Der ist richtig, ja, das ist richtig, richtig schwer. Ja, weil ich mich bestand. Los. Ja. Na los, geh. Oh Gott. Also die vorletzte Frage, die war weird. Wieso? Hat er dir die noch gestellt oder hat er sie schon rausgelöscht? Welche Frage war das? Wenn jemand am Boden zusammengetreten worden ist. Nee, die hatte ich nicht. Soll man dann nochmal nachtreten? Und ich gucke ihn so an und ich gucke ihn so an und denke so, was soll er das mit dem Erste-Hilfe-Kurs zu tun? Sag mal, wieso ist sie ihm so dicht auf die Pelle gerückt? Keine Ahnung. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Dame da hinten im Leben keine 26 ist. Nee? Wer? Also die mit den grauen Haaren, die klingt wie 14, vielleicht 16, niemals 18 und schon gar nicht 26. Keine Ahnung. Ich kann sowas immer schlecht einschätzen. So hat Jennifer auch gesagt. Das war voll easy. Ja, ja. Ich hatte schon gesagt, ich frage mich, wieso du hier als Taxifahrerin arbeitest. Ja, bei mir ist das so, wir haben das zwar nicht durchgesprochen, aber kannst du mir das auch beantworten? Ja, okay, kannst du mir das auch beantworten? Ja, gut. Hm. Ja, er hat mich nach Verbrennung gefragt. Ich habe als Rettungssanitäter gearbeitet. Oh. Deswegen sage ich ja, ich kann ja auch noch das ne, XABCDE-Schema runterbeten und was weiß ich nicht, was alles. Deswegen sage ich das auch so. Wenn ich jetzt jemanden habe und ich habe keine Zange oder so, ich nehme nicht dem seine eigenen Finger, ich renke dem einfach den Kiefer aus. Knack. Ja, das ist halt super einfach und zubeißen kann er dann nicht. Das ist wahr.
So, ich kann jetzt schon mal schreiben. Hab bestanden. So. Jetzt kann ich meinen Freund immer stabilisieren. Wenn du weggeschmiert hast, hast du? Hm? Wenn du ihn weggeschmiert hast, kannst du ihn immer stabilisieren, sagst du? Er schmiert sich manchmal selber weg. Wow. Gerade erst letztens, oh, während der Schnitzeljagd, warum musste er auch unbedingt auf den Kran steigen? Ich weiß jetzt auf jeden Fall, warum die Leute aktuell so hohe Summen für den Jackal bieten. Ein Jackal? Ocelot. Das Auto, was ich fahre. Ah, okay. Gerade eben den Breitbau unten bei JDL angeguckt. Leck mich am Arsch. Ich wollte tauschen, aber er wollte nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Hm. Ah, aber ich habe endlich eine schwarze Kappe bekommen. Ja, keine Ahnung. Also, da hat mir auch schon einer $10,000 für geboten. Für eine Kappe. Irgendwas ist hier verkehrt. Tja, ich weiß auch nicht. So, Bella, kannst du schon mal das Geld locker machen? Ich krieg 1500. Ich könnte das ja auch mal versuchen. Schreib einfach Ask. Ask, ich habe den Erste-Hilfe-Kurs bestanden. Krieg ich das Geld wieder? Oh, guck mal, die sind schon fertig. Sollen wir uns mit rausschleichen? Ich weiß nicht. Ja doch, oder? Komm. Nein, ich kann nicht. Ich muss auf meine Kollegin. Ja, wir waren doch draußen auf die. Meinst du? Ja. Na, ich weiß nicht. Halt, warte auf mich. Ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskomme. Oh. Ihr seid viel schneller als ich. Wartet auf mich. Ah. Voll gegen die Tür. Den Sprung gesehen. Hey, Tony Mahoney. Das war Wendes. Ich kannte mal einen FIB-Agent, der hieß wirklich so. John Dorian hat den Service von John Dorian beendet. What? Was? Ich habe hier einen Pager. Achso. Ein Kollege von mir heißt John Dorian, der hat ihn selbst beendet. Du. Tschüss. Endlich, Alter. Boah, wuhu! Oh, na Halleluja. Warte, läuft bei dem RTW der Motor. Hoffentlich hat der den abgeschlossen. Ja, da scheint irgendwie die Scheibe kaputt zu sein. Ja, ist abgeschlossen. Na Gott sei Dank. Ansonsten. Bene! So. Gehe ich mal wieder in den Funk. Ilva Funkcheck. Keiner Check gegen? Na toll. Und es fickt sie gleich. Was hast du gesagt? Das war gerade echt verstörend. Was hat. Was? So, was war zu tun? Nö, ist nichts zu tun. Okay. Okay, dann nicht. Ja, guck mal, wir haben ja während dem Erste Hilfe kurz. Hast du das Geld ja schon quasi wieder drin gehabt? Ja, hab ich. Ja, ich habe jetzt erstmal gar keine Ausgaben mehr. Jetzt habe ich erstmal alles. Jetzt noch 4 Tage warten, dann noch schnell den Waffenschein gekauft und dann bin ich durch mit dem ganzen Lizenzkram.
Ich will jetzt noch den Dings machen. Den Bootsführerschein. Ah ja, und dann bin ich soweit. Also dann bin ich soweit auch erstmal zufrieden. Boot Heli und so habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber. Nö, ich mache nur das, was ich wirklich brauche. Wozu brauche ich einen Waffenschein als Taxifahrer? Keine Ahnung. Ja, gut. Kassiert ihr nicht bar? Ist wirklich eingepackt worden? In Paleto? Was? Ach, ja, ob ihr Geld für nee. Nicht bar kassiert. Also deswegen bin ich rangegangen und deswegen ist auch Toni nicht rangegangen. Ich hab nicht drüber nachgedacht. Ach du Scheiße. Hä? Ein Kollege von uns ist eingepackt worden. Wie bitte was? Wir behandeln gerade. Wer denn? Ask. Ask ist eingepackt. Ja, in Palito. Und hat mich weggedrückt gehabt und so viel zu Taxifahrer braucht keine Waffe. Ich habe darüber nachgedacht, dass ich einen Punkt gehen kann. Ach du Scheiße. Na Gott sei Dank haben wir einige hinter uns, die uns da helfen. Keine Ahnung. Er ist in Palito eingepackt worden. Wir sind alle in Palito. Bella und Toni sind auch in Palito. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung. Ja, Mike, ich bin auch oben. Mike ist auch oben. Ach du Scheiße. Oh fuck. Ja, warte. Ja, da muss ich ja mal beruhigen. Ne? Ja. Alter, was ist gerade im Funk los? Shit. Ich glaube, das bringt nichts. Ich weiß es nicht. Hab euren Funkkanal nicht. Nee, ihr kommt doch gar nicht rein. Ja, Faye ist drin. Jetzt nicht alle hoch. Das bringt doch nur Aufsehen. Da wird werden gerade Geiseln verhandelt. Umso mehr Leute hier fahren, umso schlechter ist die Chance, dass Askerleben rauskommt. Weil also theoretisch sollte ich nicht in den Funk kommen, oder? Nein, du kommst nicht in den Funk. Weil das ist ein. Das ist, es ist eine staatliche. Ja, die ersten 300 Frequenzen. Mhm. Da kommt man nicht rein, wenn man nicht in der Fraktion drin ist. Klar, dass du hochkommst, Faye, aber es braucht jetzt nicht jeder Taxifahrer hochkommen. Nee, ich bleib jetzt auch hier. Und Faye, um deine Frage zu beantworten, Ortseingang hinter der Tankstelle rechts auf dem Pfannenstreifen. Moment, wo? Oh Gott, da. Okay. Wo ist der denn eingepackt worden? Da kommen jetzt noch die Tschetscheners. Oh Gott, die Tschetschenen kommen auch. Wenn man von... vom Osthighway reinfährt, da ist ja gleich beim Ortseingang ist eine Tankstelle, da irgendwo auf dem Pannenstreifen. Ja, okay. Aber wie da ist so wenig Leute wie möglich. Es wird gerade verhandelt. Ach du Scheiße. Oh Gott, die Tschetschenen, das wird blutig. Wer soll denn da verhandeln? Mein Freund ist da und der verhandelt quasi gerade oder so, ich weiß es nicht. Cool. Oh, ja, stress dich mal nicht. Du musst ja immer mal gucken, wer warum eingepackt wird. Ich habe keine Ahnung. Irgendwer, der wahrscheinlich Bock hatte irgendwo oder so. Ja, ich meine, wenn das jetzt für so eine Geiselnahme oder so ist, ich mache mir immer nur dann Sorgen, wenn Leute eingepackt werden, weil es was persönlich gegen sie ist, weißt du? Aber ich weiß nicht, wem Ask irgendwas tun sollte. Keine Ahnung. Oh Mann. Also wenn das, weißt du, wenn das halt... Und wenn das irgendwie wenn das so ein Lockvogel ist. So ein Bankraub oder so ist, dann ist das halt nichts gegen ihn und dann schwebt er halt eigentlich auch nicht wirklich in Gefahr, weißt du? Nee. Aber vielleicht ist das auch irgendwie nur so eine Art Dulli, der ein Taxi gerufen hat. Und ist halt so, weißt du, wir sprechen gerade drüber, dass du keine Waffe brauchst, weißt du? Und ich denke, wir wollten. Und ich frage dich halt gerade noch so, ne? Habt ihr nicht normal immer viel Bargeld dabei, weil ihr Bar kassiert und so, weißt du? Ja, teilweise. Das ist ein sehr schönes Bild, wenn man hier so rauskommt. Jenny? Ja. Kurze Info für dich, Ask wurde eingepackt. Was? Ja, in Palito. Danke. Wir sollen nicht hinfahren. Nee. Wir sollen dann nicht hinfahren. Wie, du weißt das, woher weißt du das denn? Betty, es bringt nichts, wenn du hochkommst. Nein, aber ich wohne direkt da oben an der Ecke. Ich kann mal so tun, als wenn ich nach Hause fahre. Dann kann ich mal gucken, was da los ist. Wisst ihr, wo die Flynn ist? Nee, die ist, glaube ich, schon... Ein bisschen Ruhe zu haben. Die, war... die ist, glaube ich, drin geblieben. Die ist drin geblieben, ja. Okay.
Die hat uns rausgelassen, hat Tschüss gesagt und ist nicht rausgekommen. Richtig. Okay. Ja, dann muss ich gleich nochmal mit dir da rein. Ich muss sowieso gleich nochmal. Aber du bist doch im Team. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, war super. Wie gesagt, ich habe dir da was zu gesagt. Ich kurz vorbeigucken und dann da sind halt einige Fragen dabei, die sind ein bisschen. Ja, die kamen bei Jenny und bei ihr kamen sie auch. Mein Gott, du hast aber einen schweren Namen noch. Ilva. Wo ist denn der schwer? Ich kann dir jetzt mal sagen, Ilva. Nee, Y. Ja, ja, du musst ihren Namen ja nicht schreien. Also ja, nein, wie es gesprochen wird. Aber wie gesagt, ein paar Fragen. Ich habe das letzte Woche erst alles übernommen. Warte, erstmal den Mutter von dem RTW aus, bevor sie. Aber was ist denn mit. Was ist denn mit Dante geworden? Der ist ja. Der sollte das eigentlich ja machen. Der hat ja schon wieder gekündigt. Also ja, der kann sich auch nicht entscheiden. Wenn ich das mitbekommen habe, hat er die Chefin vom Krankenhaus hingeschmissen. Oh Mann. Und daraufhin ist das ja ziemlich eingebrochen und jetzt sind die halt auf einem guten Weg auf einen Neuaufbau. War die Chefin nicht Speckys Schwester? Keine Ahnung. Ich war am dritten oder vierten Tag hier, hab nach diesem Erste-Hilfe-Kurs gefragt so und dann sagten die mir, ja, es ist gerade schwierig, Chefin hat gekündigt und so und shit. Deswegen muss das jetzt alles irgendwie wieder neu aufgebaut werden. Und jetzt hat hier Flinders mit übernommen. Mit ihm. Ja, wir haben also praktisch die Erste Hilfe übernommen. Aber ich kann dir da zum Personal kann ich dir leider nicht sagen, das ist leider verboten. Nicht weiter reizen. Dann hat sich einer deiner Leute nicht dran gehalten. Aber ich bin nicht da gut, ich habe auch nichts gehört. Ich bin komplett durchgezogen und vorbeigefahren. Da stehen fünf. Nein, ich weiß halt, das ist ja mal so. Woher ich das weiß, auf jeden Fall hat die Chefin hingeschmissen. Ich bin vorbeigefahren, wir haben auf jeden Fall Arzt vorne hingestellt, in deinem schwarzen Auto. Das war ich sag mal so, warum ist ja egal. Das ist ihre persönliche Entscheidung. Da bin ich auch der Letzte, der da irgendwie was sagen kann. Ich finde immer, man sollte auch ein bisschen fünfe gerade sein lassen. Also man muss auch ein bisschen abwägen, wie man was leitet oder sonst irgendwas. Wenn ihr jetzt auf einem guten Weg seid, dann war es ja schlussendlich die richtige Entscheidung. Genau. Wir also ich war schon positiv überrascht, dass mein Bruder jetzt das quasi so ein hohes Tier ist. Ich auch. Gut. Ja. Okay. Jenny, lass uns mal zum Taxi fahren. Am besten. Ja, ich hoffe es auch. Also wir bleiben hier. Schon nervig, ja, mich macht er auch gerade echt fertig. Ja, komm dann mal mit. Darf ich von Jenny die Telefonnummer benutzen? Warum sie? Keine Ahnung, sie ist nicht meine Schwester. Taktik. Ach so, du hast deine Telefonnummer verloren und brauchst ihre, oder was? Ja. Wenn du mal ein richtiger Mann wärst, würdest du mich einfach nur fragen. Aber, nee, aber ich habe ihre Telefonnummer nicht. Fragen, ich habe ja ihre Telefonnummer noch nicht mal. Ich müsste ins Dienstblatt gucken. Du hast ihre Telefonnummer nicht. Oder was zahlst? Dann klären wir bitte, was da jetzt daran zu viel war, was ich gemacht habe. Du hast aber nette Kollegen und Freunde, oder? Du sollst Taxi fahren. Nee, alles gut. Ansonsten sehen wir uns dann wirklich mal im Krankenhaus oder so. Ja, wenn es mal notwendig ist, ja. Ja, ich komme ab und zu auch mal so vorbei. Nicht immer nur dann, wenn ich verletzt bin, das ist so unhöflich. Oder ich hole Leute ab. Oder einen Kaffee trinken, kein Problem. Okay. Na? Okay. Würde ich mich freuen, wenn er mal vorbeikommt. Alles klar. Na? Mhm. Jenny, du natürlich auch ganz herzlich eingeladen. Achso, ich dachte, ich habe mich gerade angesprochen gefühlt. Okay, nee, dann kein Bock. Ja, dann ich, okay. Also, ich denke auch nicht mit dir, aber ja, ich weiß, dass ich da oben wohne. Mach's gut. Na dann komm. Bis gleich. Ich habe auch meins beim Ministerium geparkt. Alter, wer packt Ask ein? Aber weiß man, ob es der Kunde war, den er gefahren hat? Oder? Es scheint so. Also Bella, Toni sind beide oben in Palito Eingang und können aber auch nicht weiter. Die Tschetschenen sind da irgendwie jetzt schon involviert und versuchen da irgendwas. Und keine Ahnung. Ich vermute, dass es irgendwie ein Fahrgast war, der ihn dann quasi als Geisel genommen hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eben gerade auch erst den Funk eingeschaltet. Und ja, ich habe als nur gehört, als ich in meiner Prüfung da war, aber ich habe nicht drauf gehört, was gesagt worden ist. Ne? Weil ich hab den Funk einfach ausgemacht, weil das hätte mich dann komplett aus der Fassung gebracht. Ich habe das erst mitgekriegt, dass sowas passiert ist, weil du es mir dann draußen gesagt hast. Vorher ja, als erstes habe ich Funkcheck gesagt und Toni gleich so, und ich fick die. Ich dachte so, hä, was? Okay. Und ich dachte erst so, hä, was? Was macht er mit mir? Ja? Ich dachte, ja, aber wer sollte denn Grund haben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, Ask. Ich meine, mit wem hat er irgendwie Beef oder so?
Ja, den einzigen, den er beleidigt hat, war hier mein Date, aber der ist FABler. Ich glaube nicht, dass der Leute. Ja, ich glaube, der wäre nicht so dumm, dass der irgendwie in Leute einpackt oder so. Ganz ehrlich. Oh Mann. Okay, trotzdem normal bleiben, wenn irgendwie Notruf kommt oder so. Ja, ja. Wir dürfen das uns nicht anmerken lassen. Ja. Okay, wir sehen uns gleich. Lappe, Mike, wo seid ihr jetzt hingefahren? SD. Check. Hey. Hey, weißt du schon was Neues? Ja, ich hab schon gehört. Ja, ich frage dich nach was Neuem. Ach so, nee. Nein, noch nichts. Wir waren gerade zusammen beim Erste-Hilfe-Kurs. Ja, ist ja schon. Ja, schon gut. Ich habe gerade den Kopf gerade ganz woanders. Okay, wir haben auch immer dieser hübsche Käfer gehört. Der ist gerade vom Himmel gefallen. Das ist meiner. Ja. Gut. Oh! Ups! Ich glaube, da brauchst du mal eine ACLS. Ah, wie hast du den genauso schön zwischen Laterne und Schild gepackt? Reingehoben. Da müsstest du eigentlich mal ein Foto von machen. Oh Mann! Irgendwie, JD, was macht er jetzt? Er redet nicht, er kam gerade eben an. Ja, er ist gerade ein bisschen pissig, glaube ich. Hat nichts zu mir gesagt und ist einfach wieder weggerannt. Der hat ja, ich glaube, er ist ein bisschen pissig, glaube ich, gerade. Weswegen denn? Weil er oben in Palito wohnt und er ist da irgendwie langsam an der ganzen Geiselnahme vorbeigefahren. Und alle haben gesagt, es soll da nicht lang fahren. Ja gut, wenn er da wohnt er. Ja, richtig. Ja, schon. Aber das sollte man trotzdem, auch wenn man gucken will und über das Ganze überschauen will, sollte man da nicht lang fahren. Das ist nur eine Provokation. Na komm, wir hocken uns oben aufs Dach hier. Ja. Hochschule hilft uns auch nicht. Nee. Okay. Oh. Bei den Suns ist gerade auch gar nichts los. Ja,
Wie gesagt, ich würde mich da halt grundsätzlich erstmal nicht stressen. Nee. Weil wenn du sagst Geiselnahme, dann ist es ja genau, wie ich gesagt habe. Weißt du, dann ist es ja, dann ist er ja nicht eingepackt worden, ja, weil es was gegen ihn ist, sondern dann ist er jetzt einfach nur Mittel zum Zweck und das bedeutet für gewöhnlich eigentlich immer weniger Gefahr. Ja, schon richtig, aber trotzdem, es ist einer von uns. Einer meiner Freunde, die ich schon sehr, sehr lange kenne, gefühlt. Und trotzdem nimmt jemand vom Taxi jemand als Geisel. Das ist heftig. Ja, wenn du Geisel nimmst, nimmst du halt das, was gerade da ist. So. Da wird halt nicht groß rumgemacht. Oh Mann. Ich hoffe nur, die kommen da heil wieder raus. Mach mir echt gerade Sorgen. Also um Ask weiß ich. Ich meine, Ask ist ein harter Knochen. Ja, aber. Ne? Ich hoffe nur, die machen da alles richtig. Die größte Gefahr für Geiseln geht eigentlich immer von der Polizei aus. Das ist immer so das Problem. Ich höre doch da wen. Ja, da läuft da jemand, aber ich erkenne nicht höher. Ich auch nicht. Die Pflanze ist davor. Wir haben Ask. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Beim SD. Was los? Wir sind unterwegs. Ask ist wieder heil bei Bella und Toni und. Sieht gut aus. Da geht jetzt nochmal Aussage machen. Sie sind beim SD. Sie haben Ask. Und jetzt macht er eine Aussage. Um Gottes Willen. Puh. Ey, mir fällt gerade ein Zentner Stein vom Herzen. Alter. Da unten rennt einer mit Telefon die ganze Zeit rum. Ja. Ich frag mich gerade, wer das ist. Aber ich glaube, die sehen uns nicht von hier oben. Die sehen nur unsere Taxen. Wenn du noch langsamer fährst, fährst du rückwärts. Alter, was ist denn das heute für ein Tag? Das ist ja total gruselig. Der fährt total langsam an unserem Taxistand vorbei. Ja, vielleicht hat er bei der Menge an Fahrzeugen, die hier in der Umgebung sind, aber auch ein Problem mit den Augen, ne? Dann muss er hier nicht langfahren. Wenn er merkt, oh, hier sind viele Autos, dann fahre ich lieber woanders lang. Das ist eine gute Idee. Mal demnächst auch so. Staatsbank überfallen, einfach 500 Fahrzeuge vor die Tür. Die Hitler kommt so, nee. Wir kriegen Kopfschmerzen. Ja, wir wollten da auch mal als Betriebsausflug die Staatsbank überfallen. Ja, warum nicht, ne? Das ist. Also stellen wir alle Taxis und Limos. Warte mal. Das ist das orangenes Auto. Das ist Jack. Das ist Adams. Das ist Adams. Okay, jetzt Quatsch. Adams? Ja, das ist Adams. Ich sehe seine Mecke. Ich habe seine Mecke erkannt und ich erkenne das Auto. Nicht. Adams und Toni wohnen im selben Haus. Ich doch nicht. Adams ist jetzt mein Nachbar. Ich doch nicht. Ja, es ist jetzt offiziell. Ich wohne seit gestern bei Toni. Guck mal, Ask ist wieder an Sicherheit. Du kannst dich beruhigen. Na. Du musst nicht mehr in Double Time sprechen. Ich kann aber. Ja, kann ich. Nee, ich bin jetzt gerade echt erleichtert. Sonst muss ich mir wieder so ein Lied wünschen. Hm? Was?
Welches Lied denn? Ich habe da so eins gehört. Okay. Mit so einem Rap. Ich kann nicht rappen. Du nicht? Nee, aber Toni. Ja. Das ist schon ein cutes Lied. Welches denn? Was er hier vorgesungen hat. Er hat hier viele Lieder schon vorgesungen. Ja, gestern. Oder jemand so mad war und sich das nicht anhören wollte. Ach so. Ach so. Alles klar. Ja, Ass kommt hoch. Der weiß, dass wir hier oben rumhocken. Ich habe euch im Übrigen die ganze Zeit über Funk gehört, ne? Die haben mir nämlich das Funkgerät und sowas nicht abgenommen. Hallo, Adams. Hallo. Was geht? Wir Amateure. Oh, mein Gott, sind die blöd. Tatsächlich hat er gesagt, ich lass dir einfach alles. Ask so, wurde bis Ahnung, eben gerade eingepackt von irgendeinem Dulli. Der hatte ihm... Den haben sie noch nicht mal das Funkgerät abgenommen. Sind die denn involviert oder sind die dann zugestoßen, weißt du das? Also das sind echt Dullis dann gewesen. Ich weiß auch nicht, wer das gewesen ist. Weil wir haben dann einen Haufen Tätien gesehen irgendwann. Vielleicht dachten wir einfach Funkgerät, wir haben Taxi so stationär. Das ist bei uns ein Knopf im Ohr. Ja, das ist mir bewusst. Ich hab's im Arsch. Ach, deswegen hören wir immer so Furchgeräusche. Ja, jedes Mal, wenn ich furze, funke ich. Das piepst also, wenn man die auf den Arsch haut. Kennt einer von euch einen Milo? Man hat immer auf den Arsch gehauen. Ein Milo? Kennst du einen Milo, Jenny? Weißt du, viel lustiger. Einen Milo? Nee, sagt mir auch nix. Viel lustiger ist, dass du fragst, wann. Anstatt, dass du verneinst, dass es dann piepst. Aber Ask ist jetzt wieder in Sicherheit. Alles gut. Ja, perfekt. Ja. Warum? Wie, warum? Ja, ist doch perfekt zwischen Schild und Laterne geparkt. Absolut platzsparend. Klar. Hast du nicht Police Academy 1 gesehen? Da hat das Auto genauso geparkt. Ja, wieso? Ruf dann ACLS an, lass ihn nur, ne? Na, den kämen sie dir denn wieder raus. Ach, ich geh mal nur ein bisschen arbeiten. Mach das. Soll ich dir den ACLS anrufen? Ich kann dir auch den ACLS anrufen. Oh ja, kriegen wir bestimmt hin. Wenn nicht den ACLS, dann vielleicht aber auch Los Santos Customs. Los Santos Customs hat nämlich auch auf. Gewerbe Harmony, Your Style Los Santos, Service, dann rufen wir LSC an. Genau. Your Style hat auch schon wieder auf, ne? Meine Herren. Ich hab jetzt schon wieder zu viele Klamotten eingekauft. Ich kann mir das nicht leisten. Detem hier, was geht? Nee. Wir haben hier ein Auto, das ist sehr elegant auf der Seite zwischen der Laterne und einem Schild geparkt. Der müsste gerade rausgekommen sein. Ist beim Taxi. Alles klar. Tschüss. Es steht echt elegant da. Also, besser geht's nicht. Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, dass so ein Kunstwerk, ne, so abstrakt ist, so... Wenn er jetzt noch drumherum gewickelt wäre. Ja. So die Laterne, die so aus dem Dach rauskommt. Weißt du, so Beifahrertür so offen und die Laterne so durch das Auto durch. Wow, lass doch mal den Arm. Tut mir leid. Komm, du musst schon zugeben, es sieht echt gut aus. Ja, natürlich. Naja... Ja. Wohin stand das noch? Muss irgendeiner vorgedämmt sein. Vielleicht ist auch das Schild aus dem Boden rausgewachsen. Das könnte auch sein. Aber eigentlich stand es auch egal. Deswegen stelle ich mein Auto niemals in der Nähe von Laternen auf. Ist das Auto überhaupt da stand? Ja, der stand da. Gestern noch da. Ich habe das ja heute noch nicht mal bewegt. Ja, gut, dann. So.
Dann, ja. Wer kommt denn jetzt schon wieder an? Warte mal, das Hemd erkenne ich doch. Das ist doch Mike. Ist das Mike? Parkt auf jeden Fall so, als wenn er öfters da parkt. Das Hemd kenne ich doch. Vermutlich ist das Mike. Wer ist Mike? Mike, kennst du? Rang 2, Mike. Keine Ahnung. Oh, was? Shame on you. So oft gesehen, arbeitet bei uns. Ja. Shame on you. Kann mir keine Namen und Gesichter merken, weißt du nicht. Hallöchen. Hallo, Mike. Ich sag doch, dass es Mike ist. Ich kenne doch das Hemd. Das habe ich sogar dreimal in verschiedenen Farben. Oder zweimal. Ach ja, schön. Ach, Leute, ich gehe mal auf Toilette. Viel Spaß. Guten Erfolg. Vor allem guten Rutsch, was? Tür, geh auf. Mikrofon muted. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt mal ganz kurz auf die Toilette und ich gebe euch jetzt erstmal ein bisschen Musik auf die Öhrchen. Wenn ich das denn hinkriege jetzt. Jetzt. So, ihr Lieben, da bin ich jetzt auch schon wieder zurück
aus der Pause und es geht auch sofort weiter. Mikrofon activated. Mal ganz kurz zu mir nach Hause was holen. Uff. Schmeißt dich halt gleich auf mich. What the fuck? Wow. Ui, du fliegst auf ihn. Halt immer so ein bisschen stürmisch. Hm. Ich fand den Erste-Hilfe-Schein jetzt aber komplett easy. Also, ja. Es wird auch alle entsprechend. Also, ich glaube, wir hatten ein ziemlich vorerfahrenes Team. Ich glaube auch. Ich meine, das war irgendwie fast schon wie so eine Art Bewerbungsgespräch beim MD. Der hätte mich am liebsten vom Fleck weg gleich genommen. Lass mal nicht drüber reden, dass wir uns drüber unterhalten haben, welche Fragen man besser streicht und welche man drin lässt. Ja. Ja, komm. Hattest du das auch mit dem Treten? Ja, ja. Ja. Ich nicht. Ja, ja, ich habe zu ihm gesagt, so, er stellt mir so die Frage dann so. Ja, wenn jemand zusammengetreten worden ist, soll man dann nochmal nachtreten? Und ich gucke ihn so an, so, Bruder, was hat das mit dem Erste-Hilfe-Kurs zu tun? Hä? Also wenn er mir dumm gekommen ist, dann hätte ich ihn nochmal nachgetreten. Das ist, ja. Arbeite ich bei einer Werkstatt, dass ich meine Sachen vorher trete, bevor ich die behandle? Aber dass er mir dann auch nochmal so einen Kinnhaken verpasst, ne? So, oh lala. Der hat geschappert. Ja, aber weißt du, wenn du dir denkst, der ist ohnmächtig und du willst gucken, ne, oder einfach mal gegentreten. Hallo! Genau, hallo! Aufstehen! Leben Sie! Das ist mal eine super Frage, aber wie kann man denn feststellen, ja, ob jemand Bewusstlosigkeit nur vorspielt oder ob er wirklich bewusst ist? Kneifen! Kneifen! Nein. Nein, reintreten. Nein. Du kannst mich kneifen, solange wie du willst. Ich würde nicht reagieren. Nase zuhalten? Nein, auch nicht. Mal gucken, man kann es ja mal ausprobieren. Wenn man mit geschlossenen Augen auf dem Rücken liegt, nimmst du seine eigene Hand über sein Gesicht und lässt die fallen. Du kannst die Hand nicht ins Gesicht fallen lassen. Ja. Echt? Ja. Also wenn er auf dem Rücken liegt. Wenn du auf dem Rücken liegst und du hast geschlossene Augen, ja. Du bist nicht in der Lage, dir die Hand locker ins Gesicht fallen zu lassen. Nee, stimmt. Dann sie fällt ja irgendwie aus Reflex durch die Muskeln ja trotzdem blub, an die Seite. Nein. Also ist er bewusstlos, klatscht er sich voll ins Gesicht. Das ja, ist ja schon Problem. Richtig. Ja, aber ja. Du wirst sehen, wie die Hand bremst. Also, weil das ist ein Reflex, den du nicht unterdrücken kannst. Ja, ja, das meine ich ja. Du hast es wirklich jahrelang trainiert. Ja, ja, das meine ich ja damit, ne? Die ganzen Muskeln und so weiter bremsen das ja auch irgendwie trotzdem ab. Herr Doktor, oder aus Zimmer 13 nicht. Stirbt er. Ja, jetzt übertreibt er aber. Ja, das kommt ja einer Bewusstlosigkeit schon fast nah. Was? Hackhacke breit sein. Ja, in der Bewusstlosigkeit stellst du keine Sachen an, die dann gefilmt werden. Ja, auch das wieder wahr. Da das ist nicht, die Vorstufe. Das ist dann die Vorstufe. Irgendeiner fragte mich mal, warum trinkst du eigentlich Alkohol? Sag ich, weil keine gute Geschichte anfängt mit, wir haben gestern Abend Salat gegessen. Oh Mann. Oh ja, ist aber, oder? Ja, schon irgendwie. So ist das. Tja, was wird jetzt kommen auf uns? Was wird jetzt auf uns zukommen? Müssen wir jetzt auch mit Schutzwesten im Auto herumfahren oder so? Ach, so mit geil. MGs. Mit so. MGs, ja, genau. Die waren aber wohl entspannt. Die haben nicht mal Funk und Handy weggenommen. Nee, haben sie auch nicht. Die haben gesagt, ihr bleibt hier. Wir wollen einfach nur ein bisschen mehr Geld. Oh wow, geh arbeiten.
Ja, der hat wahrscheinlich mehr Bargeld dabei gehabt, als sie für ihn gefordert haben. Ja, wahrscheinlich. Geh arbeiten, du Geringverdiener. Ja. So kann man wahrscheinlich auch an Geld kommen. Auch so gut, hier der Ziehsohn von Fese. Boah, du Geringverdiener, hier dein Funkgerät. Weißt du, der so, ja, bla bla, Geringverdiener. Und Fese sagt halt einfach nur so, funktioniert immer noch. Sag ich, jo. Heute habe ich auch jemand ganz merkwürdigen kennengelernt. Ist schon ein Jahr hier, ist heute das zweite Mal aus der Tür gekommen. Was? Ja. Wie kann das denn sein? Ja, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Kellerkind. Wie so um ein Jahr lang abgelaufen, weißt du? Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Kellerkind, was nur, ja, zu Ostern und zu Weihnachten mal raus darf. Wahrscheinlich sind die Eltern gestorben, jetzt kann er endlich raus. Mhm. Ja, wie gesagt. Nee, wenn der nach Hause kommt, muss der erstmal hier Sakrotan-Dusche und Innen-Sakrotan-Reinigung und so, weißt du? Yep. Und dann die eigenartige Dame von gerade eben. Das halbe Kind da. Ach, die? Ja. Also wenn die 26 ist, hat er die auch eine Fehlentwicklung. Also eigenartigste Dame, die ich hier, ist die eine, die, wo arbeitet die denn? Ich glaube bei den Medics. Jetzt nicht wegen der dunklen Stimme auf Eigenartigkeit zurückschließen. Naja, du musst zugeben, das ist schon, ne? Ja, vor allem, wenn sie gefühlt jedes zweite Mal von ihrem Kollegen als Kollege bezeichnet wird, ist halt auch schon, ne? Aber es ist halt nun mal was, was sie weder ändern kann, noch sich ausgesucht hat. Ja, dann ist das halt so. Ist halt auch ein Mensch. Mir ist das scheißegal. Aber ob er jetzt, weiß, so, blau, lila, ja, bunt gestreift ist, ist mir doch scheißegal. Das war ja anders. Eigenartig. Die Grauhaarige, ne? Ja, ja. Also kannst du mir erzählen, was du willst, aber die ist im Leben keine 26. Also jetzt weder von der Stimme her noch vom Verhalten so. Das, keine Ahnung. Wie kriegt der Papa-Komplex so? Das ist halt so, keine Ahnung. Hier, komm mal, kriegst einen Keks. Ja, ja, genau so. Komm mal bei die Oma. Sieh dich mal anständig an, Mädchen. Ne? Dann liest du mal ein Buch und... Ne? Setz dich nicht auf die kalten Steine. Kriegst du Hämorrhoiden. Ach ja. Oh Mann, ja, die Stadt ist heute ja mal wieder richtig schön belebt. Ja. Mhm. Oh, Leute werden entführt. Hm. Andere Leute werden im ersten Hilfekurs angebaggert. Was? Ich habe ja wohl angebaggert. Was? Na klar. Ja, ja, aber sehr offensiv. Oder? Sehr offensiv. Ja, ich fand das lustig, wie der reagiert hat. Vor allem, wenn der dann so alt ist, ne? Wäre lustig, wenn da so ein Herzinfarkt zusammengebrochen wird. Hast du vorher Kontoüberprüfung angeholt, oder was? Nee. Mal noch schnell, das geht heiraten. Ja, nur wenn man verheiratet ist. Irgendwie ja nichts oder so gibt. Meinst du so die perfekten Maße eines Mannes? Die sind aber nicht 90, 60, 90. Nee, die sind das noch... ist Kreditkartengröße, aber ich weiß gar nicht wie. Nee. Also 10 Meter unter der Erde oder so. Nee. 80, 30, 43. 80 Jahre alt, 30 Millionen auf dem Konto, 43 Grad Fieber. Ich glaube, dann hätte ich auch was gesagt. Du, mit 30 Millionen im Leben nicht. Die Hälfte wäre ja schon für Klamotten weg. Nö, ich bin recht sparsam. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Ich habe da was anderes gehört. Wieso? Ja. Was denn? Oh, ja, dann... Wenn du sagst, du bist sparsam, glaube ich dir das natürlich. Ich habe mir, lass mich kurz überlegen. Vor 2 Wochen habe ich mir ein Auto geleistet. Mhm. Geleit, dachte ich, kam jetzt. Nein, ich habe es mir geleistet. Und es war ein Izzy. Und den habe ich dann noch getuned. Und dann war ich auf dem
auf dem Preis eines Neuwagen, also eines nicht getunten Komodas. So. Okay, also hast du jetzt eine Handtasche mit Tuning. Ja. Und der steht da hinten. Und der kommt wie aus der Hölle. Mit rotem Rauch. Ja, da gehört der auch hin. Ja. Ich stempel mich aber aus, ne? Sie sind wieder da. Ja, klingt zumindest danach. Wie, ihr habt den Motor vom Raiden verloren? Da lässt der Toni einmal fahren und zack, ist der Motor weg. Was? Wie geil. Was? Toll. Toll. Er telefoniert gerade mit Emma. Ja, soll ich euch abholen? Wie kann er denn den Motor auf eines Raiden verlieren? Das Ding. Hä? Ich weiß nicht. Wir wissen nur nicht, wo der Motor ist. Wer hat was verloren? Toni hat den Motor des Raiden verloren. Okay. Toni hat aber schon gesagt, dass das ein Elektroauto ist und da kein Verbrenner ist. Alle Station sind unterwegs. Die wissen das besser als du. Du bist ein Taxifahrer. Wow. Wow, Toni, jetzt. Wow. Oh Mann. Toni, das nehme ich der Gruppe, das war unter der Gürtellinie. Was du nicht alles Krummes unter der Gürtellinie hast. Ich weiß es. Wieso weißt du denn, was Mai Krummes unter der Gürtellinie hat? Also. Nee, eigentlich dürfte das von den, nee, Mistfay ist ja keine Mitarbeiterin, aber von den hier anwesenden Damen nur Fay wissen. Was Askiel hat? Nee, was ich unter der Gürtellinie hab. Ach du, wie... Und Askiel. Ja, das auch. Na, siehst du. Das meine ich ja damit. Ah ja. Ihr habt nicht ernsthaft jetzt beim LSC angerufen, weil beim Raiden der Motor fehlt, oder? Doch, und ich hab geguckt, ob da unten drunter verbaut ist, aber nee, da ist nicht meine Auspuffanlage. Oh Mann, Toni. Die hat Totalschaden. Mhm. Oh Mann, ich geh mal runter. Mach das. Ich fahr nach Hause. Mach das. Und ich geh auch runter. Dann gehe ich auch runter. Wah! Ups. Ja, hi. Moment. Na, alles gut? Hallo. Wow, aua. Vorsicht! Sorry, ich hab nicht zurückgucken. Gute Nacht, bye bye. Bye bye, mach's gut. Mein Spind ist noch auf mich, hat mir abgeschlossen gehabt. Ja, Faye und ich verursachen Erdbeben auf dem Boden. Gut. Ja, wir haben uns einfach im Boden fallen. Ich komm gleich sowieso wieder im Krass. Genau. Ganze Erde ist erschüttert. Du solltest dich schon ausstempeln. Na dann. Aber Faye. Ja. Links. Das Buff. Oh, wow. Buff. Ich hab jetzt auch ein Erdbeben. Fuck you, du, ihr Motherfucker. Fuck America, China number one. Fuck! Was? Fuck America, Channel number one. Ah ja, alles klar. Ist schon okay. Hi, Ask. Na, du, Er heißt Askiel, ja. Nicht das, Ask. Er heißt Ask. Er heißt Ask. Nein, Askiel. Ja. Ist mir wurscht. Auf seinem Ausweis steht Kenz. Das ist ein Spitzname. Oh, wir müssen mal aufstehen. Nein, er heißt Askiel. Gekonnt, gekonnt, Jenny. Ja, Eva, wenn du eine Kundin anfahren willst, da ist gar kein Leitstelle besetzt. Überraschung. Hat sie die Sprache verschlagen? Was? Ich habe es gerade nicht mitgeschnitten. Was? Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Okay. Boah, lila Hose mit grünen Haaren, ne? Ist halt so voll Joker. Ja, schon. Wollte auch schon sagen, ja. Da fehlt der Verlierer. Oh ja, der Verlierer fehlt. Wir haben mir echt nichts abgenommen. Oh Mann, was sind das für Dullis? Nee, das haben die.
Das haben die mit Absicht gemacht. Also, ne, zumindest hat er das so gesagt. Also, ne, das, was er so gesagt hat. Mhm. Ich habe gestern von der MS-13 niedergeschlagen. Hä, hey, die sind doch voll nett. Klar. Jetzt aber, bye bye. Tschüss. Tschüss. Wie, warum bist du von denen niedergeschlagen? Oder wer wurde? Warum? Weswegen? Ich gefragt habe, ob die zur Polizei gehören, weil sie gefragt haben, wieso ich so schnell durch die Stadt war. Und weil wir einen von deren Leute weggepitchet haben. Mhm. Ja, gut. Ja, wir fahren halt über den Highway, die fahren da mit 10 km/h drüber so, ich fahr halt etwas schneller. Dann ramm ich den ein, ich frag's ja, alles okay, soll ich Rettungswagen rufen und so ein Scheiß? Kümmere mich sofort um den. Bedenkst du, wenn du dich mit willst, dass du so schnell fährst? Ah ja. Und dann frage ich so, ja, bist du jetzt Kopf oder was? Und zack, hatte ich die Axt sitzen. Ups. Und dann kamen sie zu mir und wollten, dass ich mich auch noch entschuldige bei denen und alles. Und meinte dann so, ja, dein Freund, der liegt da jetzt erstmal im Gebüsch und rutscht sich aus. Okay, das ist eigenartig. Ja, ja, richtig nette Mensch. Ja. Ja, merkt man. Hauptsache Ask ist heil. Genau. Da, so richtig. Was ist denn mit dir, Lu? Naja, so ganz heil immer nicht. Also. Ja gut, den Dachschaden, der wird nie wieder heil, aber... genauso kaputt wie vorher. Ach, das ist einfach gar nichts mehr. Nee, ist alles gut. Ja. Manchmal ist es besser, wenn der Mann gar nichts sagt. Ach so? Ja. Ja, die Frau aber auch. Nein, halt die Fresse. Und hast du schon in die Wohnung eingelegt, Katie? Gestern war die noch nicht so. Ja, die ist richtig aggressiv heute. Was ist los mit dir? Ich geht's schon wieder besser. Ja, man merkt das. Jetzt hat sie viel Cola getrunken. Nein. Mhm. Ich merk schon. Gar nicht. Ja, ja. Muss ich mal mit den Schuhen an die Decke nageln. Wenn man das endlich macht und jemand eine Backpfeife gibt, ne? Backelt der dann eigentlich auch so hin und her? Was? So, wenn du der da oben so hängt, wie so ein... Schatz, bist du nach Hause? Wieso höre ich einen Hund? Ja, gleich. Da hinten läuft einer. Ein Hund? Wuff, wuff. Läuft da hinten Es? Keine Ahnung. Ich hab nur was Wuff, Wuff gehört. Ich hab kein Wuff, Wuff gehört. Ich bin schwerhörig, glaube ich. Aha. Ich glaub, mir ist das Trommelfell geplatzt, als ich vom Motorrad vor und geflogen bin. Oh, ja. Was hast du denn? Bist du vom Motorrad geflogen? Ja, weiß nicht. Ich bin hier hinterher gefahren, Richtung Maisbank Arena. Und da wurden wir wieder vom Parkplatz weg und dann auf einmal, der fährt los, ich fahr los, der voll Karacho voraus und ich flieg erst mal hin und das interessiert ihn gar nicht. Ja, das ist okay. Nicht gut. Richtig so. Hallo? Saßt du bei ihm als Beifahrer mit drauf oder auf dem eigenen Bike? Mit auf dem eigenen Bike. Ja, dann ist eh egal. Ansonsten als Beifahrer hätte er sich wahrscheinlich gefreut, dass sie jetzt schneller fährt. Ja, so groß ist der Unterschied nicht mehr. Ja, das ist richtig. Wieso, war sie vorher mal schwerer? Oh. Hallo? Boah! Ich weiß auch, dass ich dick bin. Ja, sorry. Oh, da kam die Schießfeier draus. Nein, du hast ein gebärfreudiges Becken. Oh, wow. Oh, oh, oh. Das war jetzt auch nicht mehr besser. Sorry. Hundi, Hund. Hundi, Hundi, Hundi. Hallo Ace, ne? Hallo Hundi. Wie geht's dir denn, mein Großer? Ja, doch nicht so. Ja. Hallo. Ne? Jay, mach mal nicht, sonst haut dich der Hund auch gleich noch um. Nee. Hallo Hundi. Na Ace, hast du dich rumgetrieben? Hast du was Schönes gefangen? Das ist ja gut. Ja, mir geht's gut. Die haben. Ja. Also so, Leute, ich frage jetzt aus den hübschen Reden ein, dann gehe ich außer Dienst. Ja, ich hatte mehr Angst, vor den Cops umgeknallt zu werden, als von meinen Geiseln. Was habe ich euch eben gesagt, ja, dass wir da umgesessen stimmt, haben? Stimmt, du hast recht. Vorbeigefahren. Ja. Aber ich wohne ja da oben, weißt du? Mhm.
Ich glaube, hat es gesagt. Ja, ich glaube auch. Toni, ich pack dann schon mal dein Taxi ein. Du bist die Beste. Aber du musst noch am Taxi warten, du kriegst noch Geld von Bella für den EHK. Natürlich, ich bin doch hier und warte auf dich. Ach so. Mach schon mal so auf, ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig bremsen kann, weil der Raiden hat irgendwie weder Motor noch Bremse. Wo fährst du hin? Nein, ich will nur... Wo fährst du hin? Ich will nicht rausfahren, ich will nur ein Tor aufmachen. Aber ich krieg's nicht auf. Alter, sag doch. Ah, oh, Mann! Nee. Auch gleich zum Taxi, ich mache noch halt einen Rundweg noch zur Bank. Woher war der EHK? 1,5. Na? Na. Was ein Tag. Da sagst du was. Hm. Wurde einfach als Geisel genommen, ey. Komm ich nicht drauf klar. Ich verstehe das auch nicht. Und der Zelfekurs war schön spannend, ne? Der war easy. Sowas von einfach. Langweilig, oder nicht? Oh, war richtig. Der Typ, der meinte sogar noch, ja, du weißt so viel. ich muss noch mal mit deinem Bruder sprechen. Okay. Gestochen hat. Wir müssen noch ganz kurz zu meinem Lager fahren. Klar doch. Können wir machen. Und du kurz noch mal gucken, was ich auf dem Maisbankkonto jetzt. Wächst langsam ein bisschen. Na, das verstehe ich. So. Maschallah, hübsch, hübsch. Ich hab mir heute mal was. Nein. Das, was heute in meinem Spinn war, war ja, ist ja langweilig. Wir haben ja Partnerlook jetzt, ne? Ehrlich? Schwarz-Weiß? Ja. Und beide haben Schuhe, die nicht zum Outfit passen haben. Wieso? Ich finde das irgendwie locker. Und lässt sich trotzdem. Ja. Der wird zu groß. Du Riese. Gar nicht. Ciao. Ich mach's gut. Ich muss. Achso, ich muss auf Bella warten. Ja. Toni, ich muss nur noch auf Bella warten. Stimmt. So, jetzt kann ich dich wenigstens auch behandeln.
Aber das war schon einiges. Ja. Es war total einfach. Ich hab das im Schlaf gemacht. Ich hab nicht zugehört da. Nee? Das hat mir zu lange gedauert. Oh Mann. Und es war jetzt einfach nur, weil Ask in der Nähe war. Wurde eingepackt oder was? Ja, falsche Zeit, falscher Ort. Oh Mann. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Ah. Da seht die Frau Donnerwetter. Mhm. Warum sind hier so viele schwarze Fahrzeuge? Ich habe keine Ahnung. Ja. Fette Kohle. Soll ich dir noch zeigen? Oder glaubst du mir? Nee, glaub ich dir. Danke. Morgen. Natürlich. Obwohl, Toni kann das auch einpflegen, wenn er Bock hat. Ich hab jetzt Bock. Ich weiß nicht. Frau. Wir sind frei. Ja, bitte. Okay, ich gehe mich mal ausstempeln. Mein Auto steht noch in Palito oben, wollte ich nur Bescheid sagen. Okay, ja. In Ordnung, ich weiß Bescheid. Okay. Dann müssen wir das morgen mal zu zweit mal abholen. Ja. Ich kann das ja bestimmt orten, oder? Ja. Ja, orten kannst du auf jeden Fall. Ach ja, wenn ich im Dienst bin, dann sehe ich die ja. Stimmt. Genau. Gut, dann erledigen wir das morgen zu zweit. Kein Problem. Okay. Ich wollte nur Bescheid sagen, Frau Fuhrparkmanagerin. Jupp. Ist vermerkt. Ich mach das morgen. Ja. Ein Anschluss reicht mir. Kriegst keinen Anschluss. Nee, ich hab gerade eben Anschluss gekriegt, weil ich mich nicht ausgetragen hab, als ich als Geisel genommen wurde. Oh nein! Ja. Wenn wir den nächsten zum Campen fahren wollen, aber wir sind über Picknicken fahren wollen. Auch noch im Dings. Ja. Da steht jetzt der zweite Yoga von mir. Ich stehe ja hier auch noch. Ja, ich trag dich mal mit auf. Okay, ich werde es auch gerade selbst gemacht. Aber lieb, danke. Wir machen Campingausflug. Ja, Alter. Oh, Bella, ich hab der Managerin Bescheid gesagt. Wir planen das morgen. Dass mein Taxi noch oben steht. Ah, okay. Erst noch umbauen, weißt du? Ich hab noch es ist vermerkt und wird morgen auch gemacht. Die haben ja wirklich gar nichts abgenommen. Ich frage, ob ich meine Haus ausstelle, weißt du? Achso, ja. Hat so geguckt, was ich so für Waffen dabei habe. Oh, sagt er, eine Flair. Oh, und eine Axt. Ja, sagt er, ich hoffe, du wirst nicht durchsucht von den Cops nachher. Ja, meinem Kunden haben sie die Plastikform abgenommen. Oh, ja, das konnten sie wohl besser gebrauchen. Ja, aber ja, auf jeden Fall offensichtlich. Zum Campingausflug hört sich geil an. Ja, ja. Aber wer das war, weißt du nicht. 140 wollte er haben, 120 habe ich bezahlt. Ja, mal alle schwarz getragen. Ne? Also ja. Meinen ersten Yoga habe ich für 150.000. Wie gesagt, die haben mich halt angehalten da oben am lustig, Highway, ne, weil die standen da halt auf der Straße mit ihren Autos und den Manschets und so. Und hatten halt einen Cop dabei. Oh. Schon als Geisel. Ne? Und dann ist der Typ halt, sagte halt, ich soll Auto aufmachen. Er steigt ein und stimmt. Ja, hat dann gesagt, fahren wir einmal zur Bank nach Palito. Ja, wie gesagt, also die waren so an sich, waren die halt ganz nett. Ich gehe nicht davon aus. Ich hatte halt wirklich ernsthaft mehr Angst, dass die Cops mich umballern als meine Geiseln. Das erste, was ich gesagt habe, hoffentlich schießen die nicht. Also die Cops. Ja. Ja, das hat hier Dings auch gesagt. Ich muss ganz dringend ins Bett, ich warte nur noch auf. Das scheint da ja, ich komme schon. Die scheinen das echt im Griff gehabt zu haben heute. Ja, Frag mal die Taxifahrer. So, keiner im Dienst. Tschüss, Leute. Ich auch nicht, aber ciao, gute Nacht. Ich fahre dann. Die fahren bestimmt. Machen wir das wieder so? Ich hole mein Taxi ab, wenn wir wieder hier vorbeifahren, oder? Ja, machen wir. Alles klar. Heute nehmen wir aber keine Laterne mit, ja?
Okay, aber dafür ein Auto oder so. Jetzt kann ich wenigstens erste Hilfe. Stimmt. Kannst dich jetzt stabilisieren. Mhm. Das hast du mit Absicht gemacht. Vielleicht. Muss kurz was gucken. Ach so. Moment. Mhm. Sag mal, Leute, sollen wir nicht eigentlich auch Westen machen können, so leichte? Geht nicht. Ich habe da auch diesbezüglich mit Washington gesprochen und Washington hat gesagt gehabt, das war nicht vorgesehen. Ich habe auch gesagt gehabt, das wurde doch angekündigt und nein. Im Endeffekt wurde den staatlichen Fraktionen nur die Möglichkeit gegeben, jetzt mittlerweile Plastikform herzustellen. Das habe ich schon probiert und das geht. Ist jetzt Klassentreff oder was? Wo sind wir hier eigentlich? Mhm. Mensch, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Hä? Was ist hier los? Wenn jetzt noch einer kommt, dann fragt... Hä? Was ist denn hier los? Meine Herren, hoppala. Ist das hier irgendwie... Umsteht was? Ich kann es aber nicht entziffern.
Meine Güte, ist ja hier wie im Taubenschlag. Studiere ich mal ein bisschen die Karte. Ich wollte ausholen. Mann! Der ärgert sich ganz schön. Ja, ja, genau, nein. Alles gut. Auf, dann hast du zwei Leute, die Westen machen können. Was? Wir brauchen halt wirklich irgendjemanden, der uns die Westen herstellt. Du brauchst aber einen Zivi, den du vertraust. Ich habe keinen Zivi, den ich... Jim! Hä? Magst du mal den Jim herbestellen? Den Jim? Ach, Jim, ja. Wen? Moment. Ach so, ja, aber du kannst eh noch für 5 reinfüllen, ne? Dann musst du 5 Stunden warten. Mal gucken, ob er überhaupt... Oder für 4 sogar nur irgendwie sowas. Du hast 4 oder 5. Ah, er geht ran. Warte, es klingelt. Ja, Ilva? Hi, Jim. Du, könntest du kurz mal hier vorbeikommen? Moment, ich... Westenverarbeiter? Beim Westenverarbeiter würdest du da mal kurz vorbeikommen? Wir hätten da mal... mein Freund hätte da mal eine Frage an dich. Keine Sorge, ich bin nicht. Nee, wegen was anderem, keine Sorge. Das Problem ist, keine ich muss Ahnung. Zu meinen Eltern. Ich brauche einen Zivi, den ich vertrauen kann. Ach so, okay. Ja. Ich bin nämlich auf dem Weg gerade zu meinen Eltern, aber ich könnte dann nachher hinkommen. Wie lange brauchst du dafür noch? 10 Minuten, 15 Minuten. 10, 15 Minuten. Ja. 15 Minuten? Was meinst du, Toni? 15 Minuten. Ja, braucht er noch? Oh, nee, das schaffe ich nicht. Nee, das schafft er nicht mehr. Müsste auch bald ins Bett. Oder wir müssten bald ins Bett. Ja, dann soll er sich jetzt stellen, alles gut. Was geht's denn? Weißt du was, machen wir das morgen. Ich glaube, wir machen das am besten morgen. Ansonsten ist es zeitlich bei uns nicht jetzt gerade nicht so. Wir sind gerade ein bisschen eingebunden. Ja, ist was Schlimmes oder was? Nee, um Gottes Willen, gar nicht. Wir hatten halt nur eine Frage an dich. Aber wenn du jetzt nicht so lange brauchst... Stell doch, nein, alles gut, ich kann auch hinkommen. Da rufe ich schnell an, dann komme ich hin. Ja, das Ding ist, wir müssen halt alle wieder früh morgen raus, deswegen. Warte mal. Sag doch, um was es geht, alles gut. Ja, wir wollen halt fragen, ob man dir da ein bisschen vertrauen kann, dass du uns das herstellen kannst, weißt du? Was krass. Was herstellen krass? Hier so leichte Westen und so. Ja, na klar. Könnte ich herstellen. Okay. Das mache ich ja mit meinen Eltern auch. Ah, ach so. Ja, deswegen. Wie viel Zeit hier? Das weiß ich nicht. Ich bin da nicht so sehr drinne. Pass auf, wir reden das morgen, okay? Genau, machen wir das am besten gut, morgen. Bis dann. Jo, alles tschö. Klar, ciao. Jo, ciao. Er zieht doch nicht ab, komm mal runter. Ich jetzt eine Frage. Ja, was gibt's? Verkauft jemand von euch eine Sanchez oder Manches? Ne, leider nicht. Nee, ich auch nicht. Okay. Trotzdem danke. Doch. Ja. Tschüss. Erklär dir es am besten mit denen ab, der hat das alles. Okay. Lukas kauft bestimmt vielleicht ab. Ja, normal kauft er es ab. Vielleicht. Sagst du den Jungs mal, was du alles hast, was wir abgeben würden? Was? An Materialien, was du im Auto hast. Achso, die liegen noch im Lager. Was hast denn du da alles? 1000 Fufural, 120 Stoff und keine Ahnung wie viel Öl.
Ja, was willst du für alles? Mathe ist Mathematik. Lukas, komm mal raus. Keine Ahnung, alles in allen 10 klappt. Machen wir auf 9000. Okay. Alles klar, okay. Dann kaufen wir den mal. Ja, okay, ich kaufe das und ich schenke euch das. Ich schenke euch das dann, Jungs. Okay, dann Ehren, Mann. Fährst du mit den Jungs zum Lager? Hast du ein Lagerfahrzeug, weil der dein Speedo voll gemacht hat, Typ hier? Ja, Bro, ich hab doch nur Speedo. Wie viel Kilo hattest du das? Ja, er hat schon voll gemacht, Lukas. Lukas hat den voll gemacht. Ja, wie viel Kilo sind das denn alle? Alles? Alles zusammen? 70 Kilo? 70, ja, dann können wir das selber tragen. Alright, dann machen wir das so. Okay, fahrt ihr zum Lager oder brauchst du mich dafür? Nö, sollten wir hinkriegen. Okay, super. Okay, wir folgen dir. Habt ihr einen Rucksack dabei, Jungs? Überhaupt Abstand mit, bevor der befallen wird. Weißt du, willst ins Bett? Ich will eigentlich auch. Ja, Jim jetzt gerade, er würde es machen. Er fragt nur halt nach dem Preis. Aber das, er hat jetzt gemeint, wir machen das. Wir bequatschen das morgen. Okay, machen wir so. Er ist irgendwie auf dem Weg zu seinen Eltern oder so. Mit denen macht er das auch. Hier ist doch das Lager, wo will der denn hin? Ich, keine Ahnung. Hier. Hier kurz ein bisschen vor, Moment. Alles super. Na super. Oh Mann! Soll ich dich jetzt erschießen oder später? Oh, das kann doch nicht wahr sein! Oh! Uff! Hallo? Rechts vor links oder was? Was war das? Nein, ich bin nicht Steve. Oh! Hui! Alles dreht sich! Okay. Augenprobleme, glaube ich, und überhaupt nicht. Alles gut passiert. Ja, okay. Ich kann dir trotzdem, warte mal ganz kurz, mal sehen. Ich bin ja nicht so ein Unmensch in so Sachen. Das ist in Ordnung. Guck mal hier. Das war aber auch erst wirklich als kühler Figur schon da war. Guck mal, Reparatur ist okay.
Passt, alles super. Ja, alles klar. Euch geht's auch gut? Ja, alles, ja. Gut, alles gut. Okay. Mhm. Also ich hatte wirklich, ey, wirklich ohne Witz, ich hab dich erst gesehen, wo es schon still war, hätte ich schon bremsen können. Ja, passiert. Alles in Ordnung. Das ist echt nervig sowas manchmal, ja? Ja, mhm. Ja, kenn ich zu gut. Ja. Kenn ich zu gut. Nichts passiert euch. Nee, alles in Ordnung. Super. Alles klar, dann tut's mir wie gesagt leid. Alles gut. Gut, alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Tag, ja. Ne? Macht's ja, gut. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao. Bei dir war alles in Ordnung? Wir haben es da gelassen, Mann. Okay. Hast du nicht gekauft? Nö. Was für Idioten. Na gut, dann kümmern wir uns morgen drum. Hm. Oh. Hui! Was ein Drehwurm. Na, irgendwie habe ich es immer mich, ne? Hm. Aber. Mh, ja, geht noch. Ja, alles super. Hm. Gott sei Dank war der nicht schnell unterwegs. Aufpass nicht, dass Cops sind. Wechseln nicht alle mit Steve. Wer ist Steve? Und der ist auch so wie ich ein bisschen. Ach so. Na gut, jetzt lassen wir den Easy stehen, ist scheißegal jetzt. Ach so, stimmt auch nicht. Na, ist egal. Dann quatschen wir uns morgen ab, wann wir aufstehen und dann ist gut. Mann, ey. Oh, Mann. Ist doch gar nicht, wie es aufsteht. Einer von beiden ist dann am Taxi dran, den anderen abholen. Ja, oder so. Und wenn nicht, dann holt halt der Abschlepper das Auto sowieso zurück nach Schumasch, ist doch wurscht. Ja, aber er ist doch 24 Stunden. Mmh. Das wäre bei mir so um 18 Uhr rum. Ach so, ja, dann klappt ja. Siehst du? Ah, vielleicht gehe ich ja morgen früher in Dienst. Also ich nicht. Du nicht? Nee, kann das so ab. Ja, doch 17 Uhr könnte noch. Ja, gucken wir mal. Du musst mir jetzt sagen, was du noch auf dem Maceband-Konto. Ich traue mir nicht zu gucken. Ich soll gucken? Ja. Okay, dann hole ich schon mal die Bankkarte raus. Wenn ich vieles sag, am besten gar nichts einfach. Ich habe mich nicht enttäuscht. Okay, Moment. Ich guck mal. Ist es? Was ist bei dir schlimm? Alles unter 100. Okay, dann sag ich's nicht. Okay, dann lassen wir das lieber. Ab geht's. Ich mach nur noch schnell Geld bei mir rein. Also. Jetzt hab ich immer noch keine 100. Ach nee, ach Quatsch, ich hab meine Karte gehabt. Ich dachte schon. Huch. Upsi. Warte. Oh, okay. 133.000. Oh, ey. Hm? Oh, hallo. Oh, und der Flieger auch noch. Ich wollte schon sagen, hä? 70.000, das war doch mein ungefährer. Hm. 70.000 habe ich auf der Flieger noch. So, dann noch wieder das. Nämlich über 220.000. Auf meinem Konto. Also auf meinen Konten. So. Boah, ha. Jawohl. Morgen knacke ich die 75.000. Oh, jetzt geht's voran, hey. Hm. Ach, schön. Scheiße, doch gelohnt. Und kriegt nochmal 20.000 morgen. Ach, super. Das, die paar Meter, die fahren wir. Natürlich. Warte, zur Feier des Tages erstmal lose kaufen, bis gleich. Ach, nö.
Nix. Nix. Au! Dickerei. Nix. Ey! Mir hat schon heute der Medic noch eine gepfeffert. Der auch noch? Mhm. Das ist ein Arschloch. Ja, der wollte mir irgendwie... Der wollte mir irgendwie meine Lizenzkarte gerade in die Hand drücken und dabei ist ihm wahrscheinlich die Hand ausgerutscht. Aha, Frauenschläger. Ja, irgendwie schon. Gute Nacht, du Damen. Gute Nacht, Abend. Mann, hallo, ich will die Nacht. 100.000 gewinnen. Und dann sagt er zu mir, na, ich frag mich, wieso sie überhaupt im Taxi arbeiten, so gut wie sie die Antworten hier die Fragen hier beantworten. Was hast du gesagt? Oh, 4.000 gewonnen, super. Hast du gesagt? Ich sag, nee, das lassen sie mal lieber. Ich als Medic, Soll ich jetzt für 4.500 nochmal Lose kaufen, oder? Nee, lass es lieber. Okay, ich zahl schnell ein. Stecken. Was denn du? Du zerwirrst mich. So. Oh, erstmal die Schuhe aus. Oh. Tut das gut. Wir können ein Restaurant öffnen, aber zu trinken haben wir nichts. Echt nicht? Verdammt. Dann muss ich morgen wohl erstmal etwas zu trinken kaufen. Ach, was soll der Geiz? Meine Güte, bist du schnell. Ja, ausziehen kann ich mich fix. Ich merk schon. Ah, so. Zack. Komm schon. Bin ich ins... Oh, ich wollte nicht ins Gesicht. Alles gut, setz dich ruhig drauf. So. Sicher, dass du dich da hinlegen willst, so? Wieso? Ach nee, warte. Könntest du den Kopf anhauen? Nee, wollte ich eigentlich nicht. Ein Stückchen noch. Du musst Körperlänge mal Bett rechnen. Körperlänge mal Bett, also. Genau, geteilt durch 7. Und dann die Wurzel nehmen. Genau. Und dann hast du Pi ausgerechnet. Perfekt. Ah. Dann eine wunderschöne gute Nacht. Ach, gute Nacht, bis morgen.